guten Abend, herzlich willkommen zu unserem Montagsgespräch von heute vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, BDA Köln. Ja, ich freue mich sehr, Sie so zahlreich hier begrüßen zu dürfen. Es gibt ja viele Konkurrenzveranstaltungen heute. Mein Name ist Andrea Wallrath, ich bin Mitglied im Vorstand des BDA Köln. Und zusammen mit meinem Kollegen Antonio Molina haben wir das heutige Montagsgespräch konzipiert und vorbereitet. Um das nicht zu vergessen, sage ich es jetzt direkt. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es zwei Fortbildungspunkte für die Architektenkammer. Also wer das möchte, bitte Bescheid geben nach der Veranstaltung. Ja, sehr herzlich begrüße ich natürlich unsere Gäste auch, Gäste und Referenten. Das ist einmal der Herr Peter Ködermann von der Baukultur NRW, Ivo Gottsche von Garbe Immobilien, Herr Professor Christoph Grafe, Universität Wuppertal, Pascal Müller von Müller-Sigrist, Architekten aus Zürich und natürlich auch sehr herzlich willkommen, Professor Andreas Fritzen, der die anschließende Podiumsdiskussion moderieren wird. Spät, aber nicht zu spät, was Bestand hat, das Justizzentrum und andere Großstrukturen Wohnraum durch Umnutzung. Spät, aber nicht zu spät, ein Zitat. Unter dessen Motto sich 2002, also vor 22 Jahren, die Initiative Nö Nö, Josef Haubrecht Forum am Neumarkt formiert hatte, im Zusammenhang mit der filmischen Aktion von der Künstlerin Rosemarie Trockel. Und zwar anlässlich des Abriss des Josef Haubrecht Forum oder auch als Kunsthalle Köln bekannt. Und in diesem Zusammenhang, das war wie gesagt kurz vor dem Abriss, dass er stattgefunden hat. Jetzt muss ich mal hier gerade gucken. Weiter. Ja, vielleicht ein kurzer historischer Blick zurück. Wir sprechen heute auch kurz über das Justizzentrum Köln. Ich habe Ihnen hier eine Karte von 1915 mitgebracht. Nicht verwundern, die ist nicht genordet, sozusagen gedreht. Oben ist Westen und man sieht den Ausschnitt und rechts um 1974 das Bild des nämlich ehemaligen Güterbahnhofs Köln-Sülz. Das heißt, dieses Gebiet war eigentlich, und das kann man auf der Gesamtkarte ganz gut sehen, immer als Güterbahnhof genutzt und wurde dann in den 70er Jahren frei und 1973 wurde das Unicenter bezugsfertig. Das war damals das drittgrößte Wohnhochhaus Europas. Und man kann, glaube ich, ganz gut erfassen, dass wir in einer speziellen städtebaulichen Situation sind. Köln-Sülz, hier geprägt vor allen Dingen von Hochhausstrukturen der 70er Jahre, einerseits Unicenter und zum anderen das Justizzentrum, was 1981 bezugsfertig wurde mit 105 Metern Höhe und 24 Geschossen. Also das Areal ist vor allem von dieser Struktur geprägt, dann eben daneben auch noch das Arbeitsamt und die Universitätsgebäude, die sich angliedern. Anlass für das Montagsgespräch von heute ist die Wettbewerbsentscheidung zur Neubauplanung des Justizzentrums hier im Bild. Bauherr ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen, BLB NRW. Und das Kölner Justizzentrum ist das größte Gerichtszentrum in NRW. Die erste Phase wurde im Oktober 2022 entschieden, die zweite Phase jetzt im April 2024.
Nach Angabe vom BLB werden dort 150.000 Quadratmeter BGF energieoptimiert und nachhaltig neu gebaut werden, denn es besteht ein erheblicher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf an dem bestehenden Gebäude, ein erhöhter Flächenbedarf und gemäß BLB auch städtebauliche Defizite. Eine umfassende Sanierung der Bestandsgebäude für die Zwecke der Justiz bei laufendem Betrieb erscheint für den BLB nicht realisierbar. Das heißt also, Grundlage des Wettbewerbs und auch das nach wie vor das aktuelle Ansinnen des BLB ist der Abbruch und Neubau des bestehenden Gebäudeensembles von Justizzentrum und Staatsanwaltschaft. Insofern darf man aber auch konstatieren, dass eine gewisse Intransparenz bezogen auf die Entscheidung zum Abbruch besteht, vorliegt. Und vor dem Hintergrund hat die Kreisgruppe des BUND Köln ein Widerspruchsverfahren gemäß Umweltinformationsgesetz angestrengt. Ich freue mich, dass einige Vertreter heute hier sind. Und dies erstmal als Hintergrundinformation zum heutigen Montagsgespräch. Wir sehen hier den ersten Preis der zweiten Phase von HPP Architekten und Kraftraum Landschaftsarchitektur Düsseldorf. Wir sehen im Hintergrund das Hochhaus vom Unicenter und rechts abschließende fünf Gebäudekuben, das jetzige Justizzentrum, was eben in dem Wettbewerb abgerissen wird. Grundsätzlich interessiert uns heute bei dem Montagsgespräch einerseits das Justizzentrum, aber eigentlich als beispielhafte Fragestellung eben, wie kann eigentlich die Ressourceneffizienz von den vorhandenen Großstrukturen wie so ein Justizzentrum sinnvoll genutzt werden. Wir wissen, dass diese Großstrukturen, diese Art von Gebäudesektor einen immens großen Input hat an Folgen für den Klimawandel und die Zeit auch extrem drängt. Deswegen Energieeffizienz und die auch von der Politik und vom Gesetzgeber beschlossene Klimaneutralität 2035 bzw. 2045 ist einfach der Hintergrund für die wirkliche Infragestellung von dem Abbruch solcher Großstrukturen. Die Priorisierung von Erhalt und Umnutzung, das Thema graue Energie, die Tatsache, dass wir immensen Bauschutt, der nicht unbedingt 1:1 wiederverwendet oder recycelt werden kann, der unter Umständen zu einem Großteil auf der Deponie landet, das alles ist hinlänglich bekannt und uns allen eigentlich auch bewusst. Ein weiterer Aspekt heute neben der Ressourceneffizienz, die Fragestellung der baukulturellen Identität. Was bedeutet das eigentlich für so ein Quartier, wenn so ein großer Gebäudekomplex abgebrochen wird? Deswegen wollen wir heute auch einen Diskurs darüber führen, über die Frage nach der Wertschätzung unserer gebauten Städte und sicher auch nach dem Begriff der Fragestellung von Schönheit oder dem Wandel in der Fragestellung nach Ästhetik. Wenn wir solche Gebäude uns anschauen, kommt ja direkt oder schnell intuitiv, das ist ja aber auch relativ hässlich, diese Gebäude aus dieser Zeit. Auch da findet sicherlich ein Wandel statt. Und damit verknüpft sind aber auch immer wichtige gesellschaftliche und soziale Aspekte. Wenn wir uns diesen Gebäudestand angucken, hier ein Blick jetzt aus dem Unicenter, ist auch klar, dass diese Art Gebäudebestand zunehmend leerfällt. Wir sind damit konfrontiert, insbesondere in den Innenstädten oder in den innenstadtnahen Lagen. Wir kennen das aus Kaufhäuser, Banken, Parkhäuser, Silos, Kulturzentren, Kirchen und zuletzt nicht auch eben Büroimmobilien, die uns zunehmend jetzt sozusagen vor die Füße fallen.
Wir wollen das auch mit den Augen der Immobilienwirtschaft betrachten und darüber einen Input über wirtschaftliche Vermarktbarkeit und Marktbetrachtung dieses immensen Gebäudebestands bekommen und eben die Fragestellung nach strategischen Herangehensweisen. Ferner besteht in Köln, aber sowieso in ganz Deutschland, ein sehr hoher Bedarf an dringend benötigtem Wohnraum. Und wie könnte man diesen Gebäudebestand eben dafür nutzbar machen? Das heißt, wie könnte eine Transformation dieses Areals bei gleichzeitigem Erhalt des Hochhauses, also des Turms vom Justizzentrum aussehen? Welche Potenziale lassen sich hier entfalten? Und welche Konzepte könnten entwickelt werden, das Hochhaus nach Auszug der Justiz zu dringend benötigten Wohnraum umzunutzen? Man sieht hier rechts ganz im Vordergrund das frühere Arbeitsamt, ein relativ kleines Hochhaus, was aktuell umgebaut bzw. saniert wird, damit das Justizzentrum da auch eine Zwischennutzung findet. Dann gibt es eine wunderbare Ideenstudie von dem Kölner Büro, Architekturbüro Demo Working Group. Auch Demo Working Group ist heute hier vertreten. Herzlich willkommen. Und die haben im Oktober 23 hier eine kleine Studie gemacht, wie könnte das Justizzentrum umgenutzt werden. Die Bestandsstrukturen wie Gebäudetiefen etc. kann man sagen von dem Hochhaus lassen sich eigentlich problemlos umnutzen. Eine Mischnutzung mit anderen Nutzungen wie zum Beispiel Coworking Spaces etc. sind absolut vorstellbar und denkbar. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist so ein bisschen, wie wir als Stadtgesellschaft diese Änderungen im Denken zulassen, vielleicht auch mit Lust vorantreiben und diese Debatten jetzt mit allen Beteiligten und Playern hierzu führen können. Das wäre so ein bisschen auch die Fragestellung, die dieses ganze, diese Veranstaltung so umreißt. Und der BDA schon immer ist auch seit längerem eigentlich intensiv bemüht, dieses Thema intensiv voranzutreiben. Ja, in diesem Sinne, wir haben heute auch Pascal Müller aus Zürich hier zu Gast, der uns ein, ich würde das mal sagen, mutmachendes, inspirierendes und spannendes Projekt einer Umnutzung in Basel vorstellen wird. Das ist die Umnutzung des Felix-Platter-Spitals und gleichzeitig die Entwicklung des Westfeld-Areals im Westen von Basel. In der Gesamtübersicht haben wir doch 525 Genossenschaftswohnungen der Baugenossenschaft Wohnen und mehr. Herzlich willkommen, vielen Dank für Ihr Kommen und ich freue mich sehr auf die heutige Veranstaltung. Ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Toll, dass die Veranstaltung heute so gut besucht wurde. Mein Name ist Antonio Molina, auch Mitglied des Vorstandes BDA Köln. Und eigentlich möchte ich sehr schnell überleiten in die Diskussion und in die Veranstaltung und in die Vorträge, die unsere Podiumsgäste heute vorbereitet haben und eigentlich nur zwei, drei Ergänzungen und Denkanstöße zur Einführung von der Andrea Wahlrath noch leisten. Zum einen zu den eingeladenen Personen, was mir heute dann nochmal aufgefallen war, dass mit dem Professor Dr. Ing. Christoph Grafe, der den Lehrstuhl Architekturgeschichte und Theorie an der Bergischen Universität Wuppertal innehat, dass er nicht aus der Kunsthistoriker-Szene kommt, sondern ausgebildeter Architekt ist. Und ich glaube, das ist bei der Betrachtung Architekturgeschichte, Architekturtheorie nochmal eine ganz andere Perspektive und Auseinandersetzung mit der Thematik, wenn man als Architekt anstatt als Kunsthistoriker drauf schaut. Dann haben wir auch Herr Gotsche, der jetzt als Vertreter einer der Projektentwicklerseite zu Gast ist,
auch ausgebildeter Architekt. Und er ist auch unter anderem hier, weil die Gabe Projektentwicklung in Köln ähnliche Projekte, also sprich Verwaltungsbauten in Wohnbauten, umgenutzt hat. Also dadurch auch beispielhaft zeigt, dass es ohne weiteres möglich ist, auch wirtschaftlich offensichtlich möglich, sonst würde eine Projektentwicklergesellschaft sich nicht daran wagen und sich die Finger verbrennen. Dann haben wir ebenfalls zu Gast, wie bereits erwähnt, Herrn Müller, Architekt aus Zürich, mit einem wunderschönen Projekt aus Basel, den Umbau des Platterspitals. Und Felix Platter, zur Info, weil ich auch darauf reingefallen bin, dachte, das wäre der Name des Architekten. Betitelt ist es aber nicht. Das ist ein Mediziner aus dem 16. Jahrhundert. Als Info, die ursprünglichen Architekten aus dem 60er-Jahre-Bau, glaube ich, bestehend, heißen Fritz Rickenbacher und Walter Baumann. Als Denkanstoß im Kontext zu diesem, oder als Klarstellung, es gab diesen Wettbewerb, also die Diskussion, die wir hier anführen, ist nicht das Infragestellen, dass ein Justizzentrum neu gebaut werden soll. Im Kontext dessen ist es eigentlich eher die Fragestellung, kann der Neubau des Justizzentrums nicht mit Erhalt einer solchen Masse CO2 gebundener Energien erfolgen und darüber hinaus als Anstoß der Ansatz gilt ja für viele weitere Projekte, die in Zukunft in vielen Städten, insbesondere auch in Köln, weil in dieser Ansammlung, in diesen Strukturen werden, diese Fragestellung wird öfters auftauchen. Und in diesem Zusammenhang ist auch nochmal zu bedenken, eine städtebauliche Dichte, wie sie hier vorhanden ist, wird durch einen Abriss und einen Neubau nie wieder entstehen können, auch planungsrechtlich nicht. Also ist es nicht eine vertane Chance, diese Dichte, städtebauliche Dichte, insbesondere für eine Stadt, durch den Erhalt, durch eine Umnutzung zu erhalten. Wir müssen verdichten, wir müssen nachverdichten. Wir haben aber keine Flächen dafür, um uns zu entfalten. Also Nachverdichtung in diesem Kontext auch ein Thema. Dann die Fragestellung der Ästhetik. Ich glaube, dass das heute auch diskutiert wird seitens Herrn Ködermann, den ich jetzt keineswegs vergessen wollte, der heute auch hier zu Gast ist als Stellvertreter der Baukultur und heute mit dem ersten Impulsvortrag uns heute hier den Einstieg verschafft. Und vielleicht hören wir was, ich hatte am Wochenende gelesen, in einem ähnlichen Zusammenhang, in dem Umbau eines Hochbunkers, da war die Rede davon in diesem Zusammenhang, die Auseinandersetzung, ein dialektisches Miteinander der Gegensätze. Und vielleicht ist das ein Ansatz, mit dem wir uns auch aus der ästhetischen Perspektive mit solchen Projekten auseinandersetzen müssen. Und bitte hiermit Herrn Ködermann hier ans Pult und uns mit seinem Vortrag neugierig zu machen. Besser? Okay. Einen wunderschönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin nicht Architekt, ich bin kein Raumplaner, Städtebauer, Stadtentwickler. Also nur um die Serie zu vervollständigen, um in einer anderen Perspektive auch direkt mitzubesetzen. Ursprünglich habe ich mal Geschichte und Sozialwissenschaften studiert und deswegen passt es, glaube ich, auch ganz gut, weil ich der grundsätzlichen Meinung bin, dass Architektur und Städtebau in einem gesellschaftlichen Auftrag steht. Es ist kein Selbstwert, sondern es braucht eine Art gesellschaftliche Vertretung, um Stadtentwicklung mitbetreiben zu können. Das als allererstes nur. Wenn ich das sage, dann werden Sie direkt verstehen, wenn ich darauf hinweise, dass Baukultur aus meiner Sicht eine besondere Definition besitzt
Ich weiß, wenn man 5 Personen fragt, was Baukultur ist, kriegt man 7 Antworten und selbst hat man die 8. Deswegen sage ich Ihnen auch direkt meine. Ich glaube, dass das aktuelle Bauen als Kulturbegriff nicht positiv besetzt ist, sondern eher negativ. Ich bin der festen Überzeugung, weil Kultur eben ein gesellschaftlich geprägter Begriff ist, dass sich das Bauen grundsätzlich verändern muss, weil sich Gesellschaft verändert. Und die Frage ist halt, wie es das Bauen oder noch besser das Umbauen schafft, eine solche Leistung zu vollbringen. Das ist für mich der Grundsatz. Also Baukultur ist für mich die Sensibilisierung für das Gebaute und die Frage, wie sich das Bauen qualifizieren kann. Nur vorneweg. Ja, ich habe einfach mal ein erstes Wort genommen von Anna Tustes. Wach auf, schlafende Schönheit, eine baukulturelle Perspektive. Sie hat das 2017 benannt, nachdem sie ein Band zusammengestellt hat über Doku Momo zu 25 Objekten der Nachkriegsmoderne. Also Gebäude so zwischen 55 bis 72, so um den Dreh. Und im Prinzip ihr Herz geöffnet hat, wie schön das doch eigentlich ist. Und das verbunden mit der Frage, ob wir eigentlich in der Lage sind, es überhaupt wertzuschätzen, was wir da haben. Fand ich ganz spannend, auch weil die Auseinandersetzung gerade mit diesen Architekturen uns nicht ganz leicht fällt. Und das ist für mich auch ein Grundsatz dafür, der häufig in wiederkehrenden Diskussionen zur Frage Umbauen oder Abriss und Neubau steht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eben so ein wenig verlernt haben, mit Gegebenem umzugehen. Und wenn man das in der Form sieht, dann muss man aus meiner Sicht eine klare Position beziehen, an einem Punkt zu beginnen, der eben die Möglichkeit gibt, umzudenken. Für mich ist zunächst mal nichts wertlos von Gebautem. Nichts. Und nicht, weil ich der Meinung bin, dass man alles erhalten muss und dass alles von Wert ist, sondern weil es einen Nullpunkt benötigt, um grundsätzlich in eine Analyse darüber zuzugehen, nämlich zu fragen, was ist wertlos, sondern was heißt eigentlich wertvoll? Und diese Frage wird sehr selten gestellt, aus unserer Perspektive zumindest. Ich erlebe häufig, dass man nicht zu der Erkenntnis kommt, dass Analyse vor Planung steht, sondern dass man aus welchen Gründen auch immer darüber nachdenkt, wie man verändert, wie man neu baut, wie man etwas neu formuliert. Aber wirklich die Chancen, die da drin liegen, mit dem Gegebenen umzugehen, fallen eher schwer, vor allem am Anfang solcher Prozesse. Wir haben uns in der Baukultur Gedanken darüber gemacht, was denn vielleicht ein Punkt oder interessante Leitpunkte sein könnten für eine Art baukulturelle Erwartung an aktuelle Bauprozesse. Und wenn man das in einer Folge mit sieht, dann steht für uns sehr klar eben die Analyse des Bestandes ganz oben. Also was ist Substanz, was ist Ressource, was ist Raumvermögen, was sind Umbaupotenziale, was ist graue Energie, der Begriff geht ja auch mit rein. Also womit gehe ich eigentlich um, wenn ich denn überlege, es abzureißen oder es zu erhalten. Der zweite Auftrag aus unserer Sicht ist zunächst mal, das Gesetz wieder zu nutzen. Ich will Sie jetzt nicht belasten mit den ewigen Zahlen zum aktuellen Klimawandel. Nur ein Punkt, im Moment der Mittelwert zur Temperatursteigerung in Nordrhein-Westfalen liegt lange über 1,5%, sondern liegt bei 1,9%. Also 1,9 Grad, Entschuldigung. Nicht mehr bei 1,5 Grad. Nur das als Ansatz, mehr sage ich dazu auch gar nicht in der Form. Aber die Frage ist ja dann, wenn wieder Nutzung, wie soll das gehen? Und ich erlebe eben seltener, dass die Frage der Ressourcennutzung, der veränderten Raumprogramme oder der Ertüchtigung im Vordergrund stehen, um mit Substanzen umzugehen. Aber letztendlich ist es das, was Energieeffizienz bedeutet im Bauen in Zukunft. Abriss ist ein Wort, mit dem wir in der Baukultur nur sehr schwer umgehen können. Also wenn, dann Rückbau. Also warum nicht Prozesse besetzen, die eben Stoff- und Materialsicherung zur Folge haben, zu einer Wiederverwendung, zur Nutzung für Neubau als Beispiel. Ich erlebe das, wie gesagt, sehr selten. Aktuell werden 9% von Baumaterialien wiederverwandt im Recycling. Ich rede jetzt nicht vom Autobahnbauen der mineralischen Stoffe, die wiedergewonnen werden, sondern vom gleichzeitigen Wiedereinsatz in neue Bauprojekte. Das sind unter 9% sogar. Das ist aus unserer Sicht zu wenig.
Zumindest in der Frage, wie man denn zukünftig diesen Wert mit steigern könnte, ist es interessant, darüber nachzudenken. So, und wenn Neubau, hat mal ein Architekt zu mir gesagt, dann doch bitte besser als vorher. Passiert das wirklich? Also bauen wir neu in der Form, dass wir wirklich zukunftsgerichtet Raumentwicklung betreiben, die so flexibel ist, dass sie den Begriff Nachhaltigkeit zumindest im Ansatz als solches mit besetzen könnte. Wir glauben, das passiert zu selten. Wie gesagt, Neubau, wenn aus unserer Sicht dann aus einer ökologisch relevanten Bedingung, also hoher Recyclinganteil, geringer Ressourceneinsatz, flexible Raumentwicklung und eben den Auftrag zur Nachhaltigkeit bewusst wahrnehmen und umsetzen. Davon sind wir zum Teil aber leider weit entfernt. Ich füge dann an die Frage, welche Werte stecken denn dann überhaupt in diesem Haus? Für mich ist das bis dato noch nicht analysiert. Ich bin aber auch nicht aus Köln. Ich kriege es von außen ein wenig mit, wie über das Haus verhandelt wurde. Soweit ich weiß, seit 2010, also seit einem längeren Zeitraum, das sind jetzt 14 Jahre, gibt es die Diskussion und die ersten Ansätze und die ersten Pläne sind von 2012, so wie ich es gehört habe. Ich habe eine Menge zwischendrin mit dazu gehört. Ich stelle mir aber einfach die Frage, wissen wir wirklich, welcher Wert damit drinsteht oder welche Werte damit zusammenhängen? Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum ist denn dann der Umgang mit solchen Baubeständen so unsexy? Also, was ist das Problem? Ist es wirklich schön oder hässlich? Also, wenn ich mir die Gründerzeitbauten in Berlin bis Anfang der 70er Jahre vorstelle als miserabelste Wohnverhältnisse und mir heute überlege, was ich für ein Gründerzeitgebäude bezahle, dann ändert sich so etwas ebenfalls. Ja? Also, die gesellschaftliche Wahrnehmung von dem, was schön oder was hässlich ist, ändert sich fortwährend. Wir führen jetzt seit mittlerweile 15 Jahren eine Diskussion zum Umgang mit der Nachkriegsmoderne durch. Und ich kann Ihnen sagen, je jünger die Generation, desto interessanter wird die Diskussion. Und der Baubestand ist immer noch der gleiche. Also wir bauen für 60 bis 80 Jahre, aber wir gehen damit um, als wenn die Ist-Zeit bestimmen würde, was schön oder hässlich ist. Ist das richtig? Also die Wahrnehmung, bei uns beginnt es im Prinzip in der Form, was nehmen wir eigentlich wahr? Also wir nehmen wahr, wenn es um etwas wie Umbau geht, wird zunächst mal eine Problemimmobilie geschrieben. Dann wird zunächst mal gesagt, was alles teurer ist, ob die Fluchtwegssituation läuft, wie der Brandschutz mitläuft, ob das Raumverhältnis überhaupt zu dem passt, was wir vorliegen haben. Wenn ich das mache, dann gehe ich nicht kreativ, lösungsorientiert an den Umgang mit einem Gebäude, sondern ich gehe problemorientiert an ein Gebäude. Und meistens ist es so, wenn ich vorneweg sage, was alles nicht geht, wird das nicht viel schöner von dem, was danach aber rauskommt. Das zweite ist Raum- und Materialanforderungen. Wir sind so gepolt, behaupte ich, dass wir natürlich perfekt bauen. Die Materialien müssen perfekt sein. Alte Materialien müssen mindestens wie neu sein. Unsere Erwartung ist einfach, wenn der Umbau ist, muss das Neue da stehen. Auch das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Wertschätzung im Umgang mit Materialität. Und auch ein Punkt, über den man vielleicht nochmal nachdenken sollte, wenn man dann, wie gesagt, das gesellschaftliche Ziel im Umbau mit betrachtet. Wir zertifizieren das Alte. Übrigens, die meisten Zertifizierungen laufen im Neubau. Es gibt viel weniger Zertifizierungen im Umgang mit Substanzen oder mit Baustoffen oder mit Baumaterialien. Das wird eigentlich eher als ein Kostenpunkt mitgesetzt, dass die Zertifizierung von denen, die es verwenden, verlangt wird, aber nicht im Grundsatz von denen zur Verfügung gestellt wird, die eine gesellschaftliche Erwartung daran hegen, wie gebaut werden soll. Das ist eine politische Frage, aus meiner Sicht jedenfalls. So. Und dann haben wir nicht wirklich gelernt, umzubauen. Also der Umbau, hat mir mal jemand gesagt, einen Satz finde ich toll, ist ein Tag jünger als das Bauen. Er begleitet uns seit Ewigkeiten und wir könnten wahrscheinlich alle unendlich viele Beispiele bringen zum Umbau, zur Umnutzung von Gebäuden. Ich erinnere an das Gebäude hinter mir und an Herrn Napoleon, der ganz andere Nutzungen dafür vorgesehen hat und es auch solche mit umgesetzt hat. Nur ein kleines Beispiel dazu, aber das gehört mit dazu. Wenn ich dann also von Umbau heute spreche, dann stelle ich mir die Frage, wie zielgerichtet Umbau stattfinden muss. Was ist die Qualität des Umbaus? Und diese Qualitäten werden aus unserer Perspektive in der Ausbildung zur Architektur, zum Architekten, ich sag mal peripher angesprochen, aber nicht zentral, obwohl es ein zentrales Ziel sein sollte. Wenn es gehoben wird als eine Art Anforderung, dann eher aus der Studentenschaft.
Das waren für mich diejenigen, die in den letzten Jahren sehr häufig darum gebeten haben, eher über Transformationen, über Umbau und über neue Raumprogramme nachzudenken. Ist ja eine spannende Frage. Also nimmt denn dieses Umbauen überhaupt Platz in der Architekturausbildung ein? So, und dann ist für mich ebenfalls interessant, wir reden davon, dass sich vieles verändert, unsere Handys verändern sich, unsere Art zu kommunizieren verändert sich, die Art der Kommunikation in Planungs- und Bauprozessen hat sich überhaupt nicht verändert. Es läuft immer noch so linear wie seit vielen, vielen Jahren und ich fände es viel, viel spannender zu überlegen, inwieweit intelligente Kommunikation eingefasst wird in logische Planungsprozesse. Das würde auch bei einem Justizzentrum in Köln, wäre es zumindest interessant gewesen, darüber nachzudenken, was denn intelligente Kommunikation ist. Nach dem, was ich in Zeitungen lesen konnte, ist das nicht immer bis zu 100% erfüllt worden. So. Deswegen, eine zeitgemäße Kommunikation wird leider zu häufig nachräumlich bewertet. Und das Letzte sind unsere Finanzierungsmodelle. Wir finanzieren bis zur Schlüsselübergabe, wir finanzieren eben nicht bis zur Nutzungs-, inklusive des Nutzungszeitraums der Immobilie. Wir finanzieren auch nicht real. Die Kosten, die entstehen, werden nicht umgerechnet und beschreiben nicht wirklich das, was wir tun. Und das ist doch eigentlich einer der Grundaufsätze zu sagen, auch das muss sich verändern, wenn Nachhaltigkeit so etwas wie eine Folge haben muss. Und wenn wir versuchen, Energieaufwände, Nutzungszeiten und Raumflexibilitäten mit einzubeziehen, ergeben sich gänzlich andere Zahlen. Ich bekomme aber selbst immer noch auf den Schreibtisch ab und zu Projekte, wo gesagt wird, wir haben da einen Saalbau von 1972, der ist erstens hässlich, zweitens viel zu groß und am liebsten wollen wir den alle weghaben. Und wir haben hier auch ein Finanzierungsmodell, der ganz klar sagt, Erhalt ist viel teurer als Abriss. Abriss ist viel teurer als Erhalt. Umgekehrt wäre viel schöner. Also die Frage, wie man damit umgeht, finde ich, braucht eine Grundsätzlichkeit. Und wunderschön, wenn jemand heute Abend davon da ist. Ich habe das gesehen, mit Freude gesehen im BDA, im Architekturpreis der Stadt Köln. Der Umbau der Wohnung von Demo Working Group würde ich gleich gerne mal jemanden kennenlernen von. Einfach eine grundlegend andere Befassung, dass man von Werten ausgeht und dann ein Umbau in deiner Form, der den Wert auch mit erkennen lässt. Herrlich. Geht. Es geht sowieso. Lacaton-Vassal mittlerweile hat gerade symbolhaften Wert seit 2010 circa, als sie begonnen haben, eben auch da Gebäude wieder sozial zu denken und in einer anderen Form auch mit auszubauen oder zu besetzen. Es geht auch in unterschiedlichen Formen. Wir können Parkhäuser umbauen, wir können ehemalige Einkaufszentren als Beispiel zu Stadtteilschulen gestalten. Also wir haben ja die Möglichkeit, es zu setzen. Es fehlt uns nicht, an intelligenten und an kreativen Architekten damit umzugehen. Aber es fehlt uns immer noch ein ganz klein wenig eben an der Wertschätzung und an der Frage der Komplexität. Und das ist nicht nur in Köln der Fall. Das nächste Projekt, wo ich als nächstes was halten werde, wird das Seidenweberhaus in Krefeld sein. Eine Immobilie, die ebenfalls gerade in Frage steht, natürlich viel älter ist als das Justizzentrum, Anfang der 70er. Justizzentrum ist Anfang der 80er, wenn ich mich recht erinnere. Also die nächste Frage stellt sich dort genau, wie funktioniert Umbauen oder reißen wir wirklich ab und bauen etwas Neues, von dem nicht ganz klar wird, was es wird. Herzlichen Dank, ich hoffe, das war eine kurze Einführung. Ja, vielen Dank, Herr Köttermann. Wir richten jetzt für den Herrn Gottsche, Geschäftsführer der Garbe Projektentwicklung NRW, hier den Vortrag ein. Und ich gehe mal davon aus, dass wir lösungsorientierte Vorschläge gezeigt bekommen. Ich gebe mir Mühe. So, ja. So. Ja. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ich vor Ihnen sprechen darf heute. Ich selber bin Architekt mit dem BDA als leuchtender Verband mit großem Auftrag groß geworden, habe in Aachen studiert, habe später dann eben erst meinen Weg gefunden zur Immobilienwirtschaft. Insofern ist das eine Transformation auch gewesen. Also das heißt, ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass man mit dem alten Material durchaus noch was anfangen kann. Und möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine kleine Reise, die eben neben den kulturellen Aspekten natürlich jetzt auch die kaufmännischen berücksichtigen muss. Und ich darf Ihnen vorab verraten, es geht.
Erstmal nur ganz kurz zu uns. Gabe, da oben die zweite von oben, Gabe Immobilienprojekte hat eine Tochter. Das ist dann eben die Gabe Projektentwicklung NRW, sitzt in Köln, beziehungsweise hat ihr Büro in Köln. Wir beschäftigen uns hier am Standort dann eben mit 16 Mitarbeitern um das Thema Neubau, aber eben auch Revitalisierung und haben das eben tatsächlich in der Vergangenheit verblüffend oft getan. Ich habe mich selber eigentlich gewundert, als ich vor 7 Jahren hier angefangen habe, zu fragen, da ist ja relativ wenig Neues entstanden. Aber auch, keine Sorge. Sie sehen schon, es ist ein relativ großes Spektrum. Logistik, Residential, Wohnen, also Büro, Senior Living ist ein neues Thema. Science and Tech ist noch viel neuer. Das sind Forschungs- und Entwicklungsimmobilien, damit beschäftigen wir uns gerade. Das sind Spezialimmobilien, Retail, jetzt auch immer wieder verknüpft mit der Frage, wie sieht der Handel von morgen aus? Das sind Fragestellungen, die an dem Standort, den wir jetzt gerade sind, natürlich gerade lebhaft diskutiert werden, auch zu Recht, und die auch für meine Begriffe sehr viele Chancen mit sich bringen. Vor allem jetzt für die Innenstädte, die eine Frischzellenkur eigentlich dringend nötig haben. Dadurch, dass wir eben dann auch rund um diese ganzen Immobilien eben auch alles leisten mit relativ vielen Mitarbeitern, haben wir eben auch diese ganze, nicht nur die Probleme, sondern auch die Chancen auf der Platte. Also das heißt, wir wissen ziemlich genau, ab wann, wo, wer einem Knüppel zwischen die Beine werfen kann. Und man kann natürlich daraus ableiten, dass es auch ein paar Forderungen gibt an Politik, aber auch an uns selbst, denn die Gesellschaft, die bilden wir ja nur selber aus. Okay, ein bisschen die Schlagworte, die kann ich jetzt überspringen. Wir können viel und haben dies auch unter Beweis gestellt. Beim Wohnen beispielsweise auf der linken Seite ist Deutschlands höchstes Hochhaus in Holz-Hybridbauweise, entsteht gerade in Hamburg, in der Hafencity. Alle fragten uns, ob wir vielleicht noch Hilfe brauchen, ärztlicher Art oder so, wenn wir anfangen, Hochhäuser in Holz zu bauen. Das Ganze ist aber tatsächlich ein gelungenes Projekt geworden. Auch jetzt in der Krise zeigt es sich als relativ resistent. Ist auch jetzt gerade ein großer Teil davon im öffentlich geförderten Wohnungsbau entstanden. Den haben wir gestern auch an einen sehr solventen Investor verkauft. Das heißt, es hat allenthalben Nachfrage danach gegeben. Hochwertiger Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Daneben Büro. Witzigerweise, das zweite von links ist tatsächlich auch eine Umnutzung. Ein altes Bürogebäude, alte Postdirektion in Frankfurt, soll umgenutzt werden in eine moderne Arbeitswelt. Und ja, Science and Tech, Rechenzentren und so weiter und so fort. Ich will Sie jetzt nicht weiter langweilen. Wir haben tatsächlich dabei, als Projektentwickler haben wir die Pflicht, als gewinnorientiertes Unternehmen schwarze Zahlen zu schreiben. Das legt uns natürlich irgendwo ein paar Fesseln an. Die öffentliche Hand darf durchaus mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders rechnen. Das muss sich alles nicht immer in Heller und Pfennig auszahlen, weil man eben auch noch einen anderen Auftrag zu erfüllen hat. Das ist bei uns ein bisschen anders gelagert. Aus diesem Grund müssen wir natürlich ein paar Vorbedingungen stellen. Bevor wir uns an das große Wagnis eines Redevelopments, ich hoffe, Sie vergeben mir die Anglizismen, die ich jetzt Ihnen heute zumute, ein paar Bedingungen müssen wir vorab formulieren. Also das heißt, es muss ein paar Voraussetzungen passen. Allen voran die Bausubstanz. Gerade in Köln haben wir die Erfahrung, dass wir viele Gebäude aus der Nachkriegszeit haben, aus den 50er Jahren, deren Bausubstanz nicht wirklich gut ist. Da muss man sich die Frage relativ früh stellen, ob sich das lohnt. Das heißt, die Substanz muss es einfach hergeben. Man muss auch gleichzeitig noch dazu sagen, es muss sich auch, also der ganze Gewinn liegt im Einkauf. Wenn irgendeiner einem ein Gebäude veräußern möchte und dafür im Prinzip den Preis für einen Neubau verlangt, dann muss man sich einfach davon abwenden und sagen, dann machen wir es eben nicht. Aber genau da, wo es eben passt, sind wir eher geneigt zu sehen, was man aus der Bausubstanz noch rausholen kann. Denn es gibt eine Menge Chancen, die darin liegen. Ich kann das gleich, da komme ich gleich noch zu. Und natürlich sollte man, weil eben gerade die Umnutzung einer Immobilie immer bedeutet, man muss die richtige Nutzung für den Standort an dem Ort in der Menge finden, da muss man einen Baukasten dabei haben. Der muss auch zur Not mal über Wohnen hinausgehen, der muss auch mal über Büro hinausgehen, der muss dann in gemischten Nutzungen sich abbilden können. Und wenn man das eben als Developer weder bauen, planen noch rechnen kann, dann ist man vielleicht auch relativ schnell am Ende. Und dann ist man vielleicht auch besser aufgehoben bei einer Neubausiedlung am Stadtrand. Kleiner Seitenhieb. Wir haben den ganzen Materialhof voll. Köln hat, aber auch ganz Nordrhein-Westfalen, hat viele Gebäude, die in die Jahre gekommen sind, die nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Und auch die Gesellschaft wandelt sich. Zahlreiche
Einzelhandelsflächen fallen brach. Es gibt immense Aufgaben, die wir zu bewältigen haben in der Innenstadt, aber auch in peripheren Lagen. Und es gibt viele Nutzungen, die brachfallen. Mein Vorredner hat das ja gerade beschrieben. Es gibt vieles, was sich eben so schnell wandelt, dass wir eben mit dem Entwickeln jetzt fast gar nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wir haben einen enormen Materialkatalog gerade im Schrank stehen, der so viel Material bietet für Tätigkeiten, dass es eigentlich sich keiner beschweren kann. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das jetzt eigentlich gewinnbringend ansetzen soll. Und was wir auch haben, es gibt die Anforderungen der Nutzer haben sich geändert. Wohnungsanforderungen, Wohnungswelten werden anders definiert, die Menschen ziehen woanders hin, definieren auch tatsächlich, wie sie wohnen wollen, anders. Sie definieren auch anders, wie sie arbeiten wollen. Corona hat da eine Menge transformiert. Und der Einzelhandel ist fast disruptiven Veränderungen unterworfen. Insofern haben wir sehr viele Anforderungen, die sich so geändert haben, dass wir eben mit dem Material, was da ist und den geänderten Nutzungsanforderungen jetzt mal anfangen müssen, kreativ zu werden und das eigentlich nutzen können. Natürlich ist es auch Nachhaltigkeitsthema. Also wir haben pro Gebäude, was wir hier rechts sehen, das ist die Verwaltungszentrale der RWE. Von dort aus wurde oder wird jetzt noch wenige Monate das rheinische Braunkohlerevier verwaltet. Das findet irgendwann sein Ende. Der Braunkohleausstieg ist beschlossene Sache. Es steht mitten im Grüngürtel eine Immobilie von sage und schreibe 40.000 Quadratmeter BGF oberirdisch. Das ist eine kleine Stadt. Ganz nebenbei sind noch mal etwa 15.000 Quadratmeter BGF unterirdisch. Das verrät dieses Gebäude nicht, aber heißt das, allein in diesem Gebäude stecken ungefähr 5.500 Tonnen CO2, nur in dem Rohbau. Das abzureißen und andernorts für dieselbe Nutzung wieder aufzubauen, kriegt man wahrscheinlich im Laufe eines Lebenszykluses einer Immobilie nicht mehr rein. Also muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wozu mache ich eigentlich so einen aufwendigen Gebäudeenergieausweis und wofür zertifiziere ich meine tollen nachhaltigen Gebäude, wenn deren Lebenszyklusbilanz niemals so gut werden kann wie die einer Nachnutzung. Da gibt es auch eine Menge Nachholbedarf, wie ich finde, jetzt bei den ganzen Themen Zertifizierung, auch Energieausweis und tatsächlich, wie sowas eben in Zukunft auch mal honoriert werden könnte. Wäre ja auch mal eine Überlegung wert, was die Förderung angeht. Und noch etwas, was uns als Projektentwickler auch immer besonders anspricht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 40.000 Quadratmeter BGF im Grüngürtel. Ich möchte gerne den waghalsigen Menschen in diesem Raum sehen, der sich traut, einen solchen Bauantrag zu stellen, ohne mit allem, was der Kühlschrank hergibt, beworfen zu werden. Ist natürlich ausgeschlossen. Das heißt, eine Nachnutzung an vielen Orten in dieser Stadt ist allein deshalb schon empfehlenswert, weil man nie wieder auch nur in die Nähe einer Baugenehmigung dieser Art kommen würde. Das heißt, es gibt sehr viele Schätze. Gleiches gilt im Übrigen für die Genehmigung eines Hochhauses an der Luxemburger Straße. Probieren Sie das mal. Also das heißt, wir haben an den Stellen tatsächlich Artefakte der Vergangenheit, die da stehen, die Geschichte erzählen und die eben für sich gesehen eine Einzigartigkeit mit sich bringen, die durchaus merkantilen Wert haben kann. Also, ich glaube, das ist jetzt aus der Luft betrachtet ein bisschen schwer wiederzuerkennen. Wenn man sich da vorstellt, ist es etwas einfacher zu erkennen. Der ehemalige Sitz des Bundes, der deutschen Industrie, BDI-Hochhaus, auch das Institut der deutschen Wirtschaft war dort ansässig, jahrzehntelang Bürohochhaus. Garbe hat das Ganze erworben, hat das Ganze umgebaut in Eigentumswohnungen, war ein ziemlich kniffliges Unterfangen und wir haben da einen der ersten Fehler gemacht, die ich auch gerne mitgeben kann als Lesson learned. Bitte bei so etwas niemals einen Generalunternehmer beauftragen. Das geht schief. Man muss bei sowas tatsächlich sich in die Mühen der Einzelvergabe begeben und muss dort wirklich dort vor Ort bauleitungsmäßig richtig, richtig personell präsent sein. Das will jeden Tag gesteuert werden. Das ist eine Heidenarbeit und wer sich die Arbeit da ein bisschen zu leicht vorstellt, der wird das nachher teuer bezahlen. Also wir haben tatsächlich auch hierbei immer noch schwarze Zahlen geschrieben, aber es war verdammt knapp am Ende. Aber man kann sehen, wir haben bei der Umnutzung allein 18.500 Quadratmeter Bestand erhalten und das mit einem Hochhaus am Rhein. Mehr muss ich dazu jetzt nicht sagen. Wir haben in Düsseldorf Grafenberger Allee, das ist ein kleineres Projekt, da gab es eben ein kleines Grundstück, wir hatten 6.000 Quadratmeter oberirdisch gesamt, umgenutzt in Wohnen,
ein bisschen was mussten wir daraus entfernen. War eine schöne Sache. Das Ganze ist auch erfolgreich abgeschlossen worden. Auch hierbei haben wir von Anfang an überlegt, was kann dabei passieren, wie können wir da reingehen. Und wir mussten eben sehr frühzeitig auch wirklich in die Eingeweide dieses Gebäudes eintauchen. Sie müssen halt irgendwie natürlich sich immer klar machen, wer als Investor in ein solches Unterfangen sich begibt und eine grüne Wiese angeboten bekommt und am selben Tag noch ein Bestandsgebäude in der Innenstadt. Dem muss wissen, die Wiese prüfe ich innerhalb von 2 Stunden. Das Bestandsgebäude, dafür brauche ich mal locker 2 Monate. Und ich brauche jede Menge Sachverständigenrat, der auch jede Menge Geld kostet vorab, bevor ich das Risiko tatsächlich eingehegt habe. Das ist nun mal einfach, es ist einfach sau viel Arbeit. Das muss man einfach wissen. Das ist keine Sache, die sich von alleine macht. Neuplan ist einfach. Ist auch einfach verdientes Geld. Und das ist einer der Gründe, weshalb sich halt viele Leute da nicht ranwagen. Aber dadurch lässt man eben sehr viel Potenzial auch tatsächlich auf der Straße liegen. Das ist wiederum auch ein sehr schönes Projekt gewesen, Hamburger Hafen City. Altes Kontorgebäude haben wir gekauft, haben da was draufgesattelt und natürlich dann innen drin umgenutzt. Das Ganze ist natürlich denkmalgeschützt, die ganze Hafen City ist denkmalgeschützt. Und das Ganze ist tatsächlich noch nach wie vor im Eigentum der Garbe-Familie und wird betrieben. Und das ist einfach ein sehr schönes Projekt, auch schön anzuschauen. Wer in Hamburg mal hinkommt, der ist herzlich eingeladen, sich das mal anzusehen. Das ist wirklich sehr schön geworden. Frankfurt, Niederrad. Ich weiß nicht, wer Niederrad kennt. Das ist so ein typischer Backoffice-Standort, vergleichbar mit dem Seesterne Düsseldorf oder andere Lagen, wo man sagt, naja, es war mal schön da irgendwie, aber jetzt ist es irgendwie vielleicht nicht mehr so dolle. Also dort haben wir tatsächlich angefangen, ein bestehendes Bürogebäude tatsächlich einfach mal umzunutzen, den Eingang umzulegen und zu sagen, es ist jetzt aber nach wie vor immer noch ein Bürogebäude, haben es erfolgreich auch vermietet und haben dort eigentlich sehr viele zufriedene Mieter umgelassen, habt aber zwischendurch auch mal kurz überlegt, ob da vielleicht ein Boardinghaus draus werden kann oder Wohnungen. Beides wäre gegangen, hat sich aber nicht gerechnet. Also haben wir gesagt, naja gut, lassen wir die Fassade dran, wird es halt wieder ein Büro. Schönes Büro, ist aber jetzt in dem Falle keine Umnutzung gewesen, aber man hat eben sich auch davon verabschiedet, dass es eben alles immer funkelnagelneu sein muss. Man konnte nämlich auf die Art und Weise in Frankfurt tatsächlich Büroräume anbieten, in einem passablen Zustand für 14,50 Euro. Kriegen Sie jetzt natürlich auch nicht mehr. In Köln haben wir in Beyenthal ein altes Bürogebäude ebenfalls gekauft, haben das umgenutzt, diesmal in Mietwohnungen. Auch das ein erfolgreiches Projekt, hat, glaube ich, damals auch einen Preis gewonnen. Sehr schöne Planung, wie ich finde, ist auch tatsächlich ist eingebunden in ein ganzes Hochhausensemble da im Beyenthal. Man könnte sich vorstellen, was aus diesen Hochhäusern werden könnte, wenn man die alle irgendwie mal einer Frischzellenkur unterzieht. Wir hatten es leicht, es war leer, als wir es kauften und durften es danach voll machen. Das ist immer so ein bisschen so das Problem dabei, wenn Sie eine bewohnte Immobilie oder eine betriebene Immobilie umnutzen wollen, dann haben Sie dabei natürlich immer das Problem, dass Sie eben im laufenden Betrieb am offenen Herzen operieren müssen und das ist immer kompliziert. Das war jetzt die Postdirektion in Frankfurt. Oben rechts ein Bild, Bestand im Hof, 80er Jahre, Kind. Man sieht das an diesem formschönen Dreieck da über dem Treppenturm. Formsprache eben aus dieser Zeit. Viel zu schade zum Abreißen. Wir haben uns da überlegt, man könnte in dem Hof dann irgendwie noch was reinsägen, könnte dadurch eben auch im Untergeschoss noch belichtete Flächen produzieren, die wir dann wieder vermieten können. Wir müssen daran denken, dass das, was wir eben eingekauft haben, tatsächlich zu einem Mehrwert führen und haben auf die Art und Weise schon eigentlich, wie wir finden, das Ganze mächtig aufgewertet und wollen gleichzeitig noch den Dachgarten nutzen als Ausgleichsfläche und als Urban Gardening-Standort. Das ist ein ganz witziges Konzept. Wir sind gerade in der Vermarktung. Hier ist der Stüttgenweg, ebenfalls erworben durch die Garbe und wir haben da wirklich gestaunt, was das eigentlich von außen betrachtet wird. Also ich weiß nicht genau, Sie werden es vermutlich überwiegend kennen. Wenn Sie die Anwohner fragen, sagen alle, ist das hässlich. Aber gehen Sie, das ist ein Juwel. Das ist ein Juwel, dieses Gebäude. Es ist sehr, sehr durchdacht geplant. Es hatte damals seinerzeit sogar auch noch in seiner Schichtung, in der Horizontalität, die natürlich in den 70er Jahren, auslaufende 70er Jahre, dann immer noch tatsächlich wie ein maßgebliches Gestaltungsbild war, noch ein übergeordneten Wert. Man hat nämlich darin die Flöze, die man im Braunkohletagebau nacheinander abträgt, abgebildet. Und der Hof mit der Wasserfläche, die innen drin noch einen kleinen Brunnen hat, das war dann eben dann irgendwann
nicht der stilisierte Baggersee, aber dann doch das Grundwasser, was dann irgendwann ansteigt, um dann eben das Ganze wieder aufzufüllen. Das Ganze eben noch mit einem sehr geschickten thermischen Konzept. An der einen Ecke ist der Hof offen, da strömt die Luft aus dem Landschaftsraum rein, geht in diesem Kamineffekt nach oben, streicht dabei über die Wasserfläche und kühlt das Gebäude ohne Technik. Ganz einfach. Also es ist wirklich erstaunlich, was man da irgendwie schon planerisch damals sich zugemutet hat. Und unser Konzept aktuell ist, das Ganze umzunutzen, tatsächlich in Wohnungen, privilegiertes Wohnen, klar, naturgemäß, aber eben in dem Fall wären das Seniorenwohnungen, denen wir das irgendwie zumuten wollen. Wir prüfen allerdings auch andere Umnutzungen aktuell noch, weil es eben ein Projekt ist, was sehr vieles ermöglicht. Aber es ist einfach ein wunderbares Tätigkeitsfeld, jetzt gerade dieses Gebäude sich noch weiter zu betrachten. Ich sehe gerade hier. Bruttogrundfläche. Damit sind die Außenmaße eines jeden Geschosses gemeint, die man eben... Wo ist denn jetzt der umbaute Raum? Der umbaute Raum ist, wenn Sie Fläche mal Höhe nehmen. Dann haben Sie den umbauten Raum. Da geht es nur um die Geschosse, deren Grundfläche von Außenkante bis Außenkante abmessen und diese Fläche. Nö, alle Geschosse. Erdgeschoss bis oberstes Geschoss. Überall mal die Außenkanten, Länge mal Breite genommen und das mal... Anzahl der Geschosse hoch. Dann haben Sie die Gesamtsumme der Bruttogrundfläche. Diese nehmen an, das sind 970. Das ist ordentlich. Die gibt es auch. Da parken immer die FC-Fans während der Heimspiele. Es ist ein großes, großes Objekt. Hier haben wir auch nochmal tatsächlich die beiden Bilder nebeneinander gestellt vom Haus der deutschen Industrie. Ich will jetzt auf einer Sache nochmal nicht den Spielverderber spielen, aber tatsächlich ist es so, es ist ein verdammt schweres Unterfangen, sich einem Bestandsgebäude zu nähern und nicht Schiffbruch zu erleiden, muss man sich immer wieder klar machen. Die wenigsten Gebäude sind so gebaut, wie sie geplant wurden. Wenn Sie Planunterlagen von einem Bestandsgebäude bekommen und dann das Abgleichen mit der gebauten Wirklichkeit, finden Sie sehr, sehr oft tatsächlich riesenhafte Unterschiede zwischen dem, was dann tatsächlich da steht und was man ursprünglich mal genehmigt und dann auch weiter geplant hat. Insofern ist das ein Riesenthema. Das nächste Thema aber auch, wo wir, das kommt ein bisschen weiter unten, ganz oben ist aber das Thema Bestandsschutz. Gerade wenn man ein solches Gebäude hat und möchte es umnutzen, erlischt der Bestandsschutz. Und wenn Sie dann einen neuen Bauantrag stellen und haben nicht die planungsrechtliche Grundlage, dann werden Sie tatsächlich vom Planungsrecht manchmal gezwungen, das Ganze abzureißen. Es ist absurd, aber wir müssen an unseren Regelwerken arbeiten. Also wir haben das bei dem RWE-Gebäude beispielsweise, das ist ein ganz interessantes Ding, steht im Grüngürtel, ist seinerzeit so genehmigt worden, war damals in Köln, der 70er Jahre, war das so, hat man das geregelt. Da kannte man sich und wusste, wer den Bauantrag stellt und wer den bearbeitet. Das war so. Jetzt steht dieses Artefakt dort im Grüngürtel. In dem Augenblick, wo wir die Nutzung ändern, müssen wir einen vollständig neuen Bauantrag einreichen. Der neue Bauantrag wird planungsrechtlich überprüft. Man stellt fest, Grüngürtel. Und dann würde dieses Kommando heißen Abriss. Und dann wäre die ganze Substanz mit dem ganzen CO2, was da drin, perdu. Ähnlich hätte es sich hierbei verhalten, das heißt, wir waren gezwungen, in ein Bebauungsplanverfahren reinzugehen, erst den Bestand dadurch planungsrechtlich zu sichern, um dann wieder auf diesem Gebäude die Umnutzung zu beantragen. Hätten wir dort gesagt, naja, bleibt halt ein Büro, wäre es gegangen, aber dadurch, dass wir es umnutzen wollten als Wohnen, hätten wir ansonsten den Abriss riskiert. Also das ist eines der Punkte, wo ich sage, naja, vielleicht sollten wir uns auch noch mal ein bisschen, sollte der Gesetzgeber an der Stelle auch noch ein bisschen auf die Nachnutzung honorieren. Im Moment sind alle Regelwerke darauf ausgelegt, den Neubau zu regeln. Auch die technischen Regelwerke sind auf Neubaustandard ausgelegt. Schallschutz dienen, Neubaustandard. Gebäudeenergiegesetz, Neubaustandard. Wenn ich das alte umnutze und das ganze CO2 einspare, dadurch, dass ich es allein nicht abreiße, kriege ich dafür keinen Cent. Ich kriege dafür auch keinen Bonus in meinem Nachweis. Ich kriege dafür gar nichts. Ich halte bitte den Neubaustandard ein. Ansonsten muss ich eben sagen, dann rechnet sich hier unter Umständen der Neubau doch besser. Insofern sind die Regelwerke manchmal auch ein bisschen an unserem Perfektionismus gediehen, dass wir es doch ganz gerne immer so hätten, als wäre es neu. Kostenrisiko ist einfach so.
Man geht rein, findet irgendwas vor, was nichts mit dem zu tun hat, was man als Plan in der Hand hat. Man muss sich darüber klar sein, es kann durchaus sein, dass man beim Bauen erst merkt, was da eigentlich fabriziert worden ist beim Bau oder beim Abriss oder beim Entkernen, will ich das jetzt mal nennen. Und das heißt, man muss sich da schon mit der ganzen Materie auskennen. Wir müssen tatsächlich irrsinnige Aufwände fahren in der Ankaufsprüfung. Asbest, Belastung, sonstige Dinge, die dort irgendwie problematisch sind. Brandschutz ist ein Riesenthema. Und wir müssen natürlich eben bei der Planung einen enormen Aufwand fahren und wir müssen an der Ausschreibung einen enormen Aufwand fahren und wir müssen natürlich dann eben im Projektmanagement den ganzen Kram auch noch begleiten. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es kann sich nur wirklich am Ende sehr lohnen. Aber man muss wissen, sowas wird nicht unbedingt jeder mal aus dem FF können. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. So, ja, mache ich hier, wenn ich jetzt schon dastehe, mache ich. Ja, dann richten wir den Vortrag für den Herrn Christoph Grafe ein. Und möchte mich hier mit auf. Ja, also auch von mir natürlich erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier beim BDA. Ich habe ja gemeinsam mit Peter Köttermann, wir haben ein Projekt gemeinsam und das ist eigentlich das Baukultur NRW. Vor einigen Jahren uns eigentlich, das wir sagen eigentlich Tim Riemens und mir, die Möglichkeit gegeben hat, ein Buch zu machen um Baukultur. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Das ist ein Buch, was, bei dem wir eigentlich so ein bisschen versucht haben, eine Debatte über das Umbauen möglicherweise ein bisschen aufzubrechen, indem wir Gebäude gesammelt haben und auch zeigen, die vielleicht eher Inspirationen sind und die einfach Dinge anders machen. Allerdings auch ganz häufig für sehr spezifische Situationen waren. Also kleiner, sehr spezifische Situationen auch mit den Auftraggebern, Auftraggeberinnen, die also Dinge zugelassen haben, die vielleicht nicht immer anderswo möglich sind. Mit dem Buch, das zweieinhalb Jahre alt ist, etwas mehr, zweite Auflage 2023, ne? Verbindet sich, glaube ich, jetzt die Frage, wie kommt denn diese Umbaukultur, wie wir es ja genannt haben, im Alltag an. Und ich würde mal sagen, dass das viel damit zu tun hat, gerade jetzt auch in der Bundesrepublik, aber eigentlich überhaupt in Westeuropa, wie wir umgehen mit Bestandsbauten der Nachkriegszeit. Wir haben ja jetzt schon, gerade eben, das fand ich auch wirklich inspirierend, eine ganze Reihe von diesen Umbauprojekten gesehen. Denn das ist die kritische Masse und das sind auch die kritischen Probleme. Es ist ganz klar, dass ein Bau, der als in Komponenten gedacht ist und zusammengebaut ist, dass der anders behandelt werden muss als ein Kloster aus dem 18. Jahrhundert, wo wir im Prinzip eine ganz, ganz konventionelle Bauweise haben und möglicherweise sagen wir mal, einfach in dieser Denkart schon sehr, sehr viel anpassen könnten. Während alle Bauten, die wir jetzt gerade gesehen haben, das war wirklich auch sehr interessant, das zu sehen, wie die sich schon alleine äußerlich verändert haben. Ja? Und da muss man anders denken. Und da sich das, und das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt worden, ich will es aber trotzdem noch mal in ein bisschen anderen Worten wiederholen, wir haben sicher in der Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus, eigentlich eine große Transformationsaufgabe und die befindet sich eigentlich in den Innenstädten. Da, wo also sozusagen bestimmte Programme, bestimmte Nutzungen sich massiv verändern, vor allen Dingen natürlich der Einzelhandel, aber mit dem Effekt, den das auch hat auf die Nutzung zum Beispiel von Obergeschossen, geht das eigentlich um sehr, sehr viel mehr und man könnte das auch etwas erweitern und auf die inneren Stadtbereiche aus denen. Dazu gehört dann vielleicht das Justizzentrum. Also es klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich ein Immobilienwirtschaftler. Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Ich wurde ja gerade schon geoutet als Architekt, aber ich gebe halt Architektur, Geschichte und Theorie.
Ich halte das wirklich auch für ein architekturtheoretisches Problem. Ja? Nun, ich kann unmöglich was über, also wirklich fachlich über die, das Justizzentrum hier sagen. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die da viel besser drauf eingehen können. Es ist also eher weitergefasst. Und es geht natürlich darum, dass wir, ich würde mal sagen, hier im BDA, ich habe ja auch das, die Freude, außerordentliches Mitglied zu sein. Ich finde, dass eigentlich ein Publikum, was vielleicht heute Abend überwiegend aus Confrères, Consoeurs, also Fachleuten besteht, aber vielleicht auch nicht nur, dass wir das auch machen müssen, weil das vielleicht sozusagen, ja, eigentlich Debatte, Meinungsbildung, Expertiseaufbau und ich würde mal sagen Kapazitätsaufbau muss erst einmal sozusagen auch in der Profession selber bestehen und gleichzeitig muss es dann natürlich auch in die Stadtgesellschaft weitergetragen werden. Das, was ich jetzt mache heute, hat ganz viel hat in zwei Teilen jedenfalls doch ganz klar mit Lehre zu tun. Ich nehme mir also Projekte vor, die wir in Wuppertal bearbeitet haben. Und ich kann da jetzt gleich vorher schon sagen, das ist also sehr vorsichtig oder da gibt es auch eine Reihe sicher kritische Fragestellungen. Wir sind ja, wir haben ja dadurch ein bisschen Schwerpunkt. Georg Giebler hat, den werde ich auch gleich nochmal zitieren, wir arbeiten zusammen und wir haben eine Reihe von Kolleginnen, Annette Hilbrand, die sich also mit Recycling beschäftigt. Es ist so ein bisschen so, ich würde sagen, dass wir das Thema Umbau in seinen Facetten, das ist schon eigentlich schon ein bisschen führendes Thema im Augenblick. Insofern würde ich auch nicht sagen, dass es also in der Lehre überhaupt nicht ankommt. Es gibt also doch sehr, sehr viele Projekte. Das ist so ein schleichender Übergang, dass also viel auch in der Lehre eigentlich Umbauprojekte kommen. Ich habe drei Teile, eben ganz kurz als Übersicht, auch um es nicht zu lang zu machen. Wir haben uns zweimal eigentlich beschäftigt mit Umnutzung von Bürogebäuden. Das steht ja heute auch zur Diskussion. Das ist nicht wie das Justizzentrum, aber vielleicht gibt es Vergleichbarkeiten. Ich will die auch eigentlich nur eben anstellen. Der erste waren Büroparks eigentlich so, ich sag mal, in Zwischenstädten, also am Rand von Städten. Wir sind dann auch noch auf die Innenstadt, in diesem Fall Elberfeld oder Wuppertal, eingegangen, wo wir uns eigentlich mit etwas kleineren Gebäuden befasst haben. Ich lasse das nur ganz kurz sehen. Und ganz zum Schluss dachte ich, das ist für heute vielleicht passend. Ich hatte das Vergnügen, muss ich wirklich sagen, aber auch das war auch gerade wegen des Erkenntnisgewinns interessant, der Möglichkeit eines Site-Visits im jetzt gerade umgebauten Bundeswehrhochhaus in Bremen, die Gewoba, also gemeinnütziges Wohnen, gerade macht. Und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant, um das nochmal sozusagen hier mit Ihnen zu teilen. Also das ist natürlich alles drei nicht Sachen, die ich selber gemacht habe, muss ich ganz klar sagen. Also, fangen wir an eben mit der Entwerfung und Forschung in dem Büropark. Also zunächst einmal, wir machen ja hier keine Entwürfe. Das sind also Seminare oder Studios, sogenannte Studios. Das heißt, wir arbeiten eher in Szenarien. Das ist für die Studierenden auch häufig neu. Ja? Was dabei rauskommt, hat natürlich dann auch in gewisser Weise, keiner kann sagen, das ist hundertprozentig fertig, sondern es geht eigentlich eher zu untersuchen und das jetzt auch nicht einmal zu machen, sondern es wiederholt zu machen, zu untersuchen, was kann denn eigentlich passieren, welche Nutzungen sind möglich, welche typologischen Probleme ergeben sich, auch welche stadträumlichen. Und das heißt natürlich, dass die Begrenzungen in gewisser Weise auch immer gegeben sind. Nur eben, um das ganz, ganz kurz zu erläutern oder zu zeigen. Hier haben wir das Projekt von Clemens Ostwald. Wir haben also uns eine Reihe von 80er Jahre Bürogebäuden im Itterpark in Hilden angeschaut. Also Hilden sagt Ihnen vielleicht was, ist so zwischen Wuppertal und Düsseldorf.
wo man sagen würde, ja, das erfährt sich nie als eine Gemeinde mit Problemen erstmal. Das ist also sozusagen Speckgürtel Düsseldorf und diese Büroparks, was ist denn das Problem? Wir haben allerdings festgestellt, weil so weit haben wir dann schon geguckt, dass mit den, den Mieten in diesen Büroparks zum Teil auch schon teilweise Probleme verbunden sind. Also ich habe das selber, das ist natürlich jetzt hypothetisch, aber ich weiß, dass zum Beispiel in Holland hat man ja auch schon diese Untersuchung gemacht, dass auch zum Teil die Büros aus den 80er Jahren nicht mehr ohne weiteres weiter genutzt werden können als Büro, weil sie tatsächlich also ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Also wir haben hier keine detaillierte immobilienmarkttechnische Analyse gemacht, sondern haben das auch ein bisschen intuitiv gemacht. Ich glaube, das ist erlaubt. Und dann ist ja die Frage, was ist denn eigentlich möglich? Und dann stellen wir natürlich fest, nochmals, wir haben das jetzt also nicht kommerziell völlig durchgerechnet, sondern es ging jetzt erst einmal darum, den Möglichkeitsraum zu zeigen. Und darum geht es. Wir haben festgestellt, wir wollen natürlich eigentlich suchen, dass man das Wohnen erstmal vielleicht anders bewerten kann, weil es um andere Gebäudetiefen geht zum Teil. Weil es aber auch Wohnprogramme gibt, die möglicherweise sehr interessant sind. In der Peripherie gibt es ganz, ganz viele junge Erwachsene, die möglicherweise da wohnen und die gar nicht so einfach Wohnraum finden. Und zum Teil kann man eben auch Gebäude auch in die Richtung neu denken. Da haben unsere Studierenden dann tatsächlich auch sozusagen ein bisschen anthropologische Untersuchungen gemacht, um da etwas weiter ranzukommen. Ja, gut. Also die Art und Weise, wie wir es dann zeigen, ist natürlich so ein bisschen Dogma, im Sinne von zu zeigen, dass man eben Mischnutzung erzeugen kann, dass man, das ist dann hier, das war das gleiche Projekt, Clemens Oswald hat also da Wohnen und eigentlich in diesem Fall auf Textil auch bezogene Produktion und so anverwandte Bereiche auf jeweils einer Etage organisiert, sodass also die Idee sein konnte, dass man das eigentlich nutzen könnte. Das Thema haben wir ein paar Mal. Und der dritte Punkt ist dann natürlich auch, was entsteht mit den öffentlichen Räumen, weil die öffentlichen Räume gerade in diesen Bürogebäuden, ja, die sind halt als Park gedacht, das ist an sich ganz schön, aber es ist natürlich auch wirklich fürchterlich langweilig. Und häufig haben sie das Problem, zu wenig Intensität zu haben. Das habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich denke, das ist auch ein Thema für das Justizzentrum. Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen über die öffentlichen Räume gedacht. Natürlich kann man da also auch tatsächlich, ja, in diesem Fall ist es, ein ganz deutlich formales Ding, was da reingebracht ist. Aber wenn ich sagen würde, das verändert auch wieder dieses Gebäude, was also ansonsten ein bisschen gesichtslos ist. Also natürlich geht es auch um Ästhetik. Zweite Thema oder zweite Konvolut von Case Studies waren eine Reihe von Gebäuden im Zentrum vom Elberfeld, was wir ja in vielen Städten haben, nennen wir es so ein bisschen B-Einhalbstädte oder so, aber ich würde sagen, das gibt es auch in Köln. Also was macht man mit solchen Gebäuden? In diesem Fall geht es um ein Bankgebäude aus den späten 70er Jahren, Commerzbank, was jetzt im Augenblick übrigens gerade Greenwashing, also es wird völlig mit Grünpflanzen behängt. Das ist vielleicht auch eine Lösung, das ist natürlich auch sehr, Wuppertal hat ja die Firma, die ganz Mitteleuropa, glaube ich, mit Fassadenbegrünung bedient. Also wirklich Expertise. Ich bin da gar nicht ironisch drüber. Ich finde das schon wirklich spannend. Aber die Studenten haben sich was anderes angeguckt. Es geht sehr häufig darum, wie kann man denn so diese Horizontalität etwas anders interpretieren? Kann man möglicherweise Durchbrüche machen? Und das ist auch durchaus kontrovers zu beurteilen. Dies ist ein Projekt, in dem eigentlich die Kombination von
einer stadtökonomischen Gegebenheit, nämlich wir haben in Wuppertal mit der sich sehr stark verändernden Bevölkerung viele Leute, die Kleinproduktion machen, vor allen Dingen im Textilbereich. Und das sind ganz häufig Leute, die natürlich ja, normalerweise fast unsichtbar sind. Das ist der türkische Änderungsschneider oder das sind Leute, die irgendwo in Schneiderateliers auch irgendwo arbeiten. Aber wir haben auch gleichzeitig neue Märkte. Das kann also sein Vintage, das kann sein bestimmte spezifische Märkte, was Brautmoden kennen wir auch. Oder, also es gibt eine ganze Reihe von Ausfächerungen. Wäre es nicht interessant, das sozusagen zusammenzubringen auch ein bisschen und das Gebäude dann so zu denken, das würde also im Erdgeschoss eine gewisse Permeabilität erfordern, in den Obergeschossen teilweise auch halböffentliche Nutzungen und natürlich auch hier wieder die Einschneidung, sozusagen eine Veränderung eigentlich des Bezuges zum öffentlichen Raum. Aber die Thematisierung ist dann auch ganz wichtig, weil das ist ja an dieser Stelle in jedem Fall, glaube ich, tatsächlich wirklich denkbar, dass man also bestimmte Talente, bestimmte kulturelle Traditionen in Kombination mit ökonomischer Aktivität, dass man dem eine Adresse gibt. Und ich habe dann immer gesagt, ja, eigentlich ist es natürlich super, wenn also Leute, was weiß ich, aus Köln oder überall herkommen und in Elberfeld wissen, da gibt es die coolste bearbeitete Second-Hand-Kleidung. Und sagen wir, die ökonomischen Gegebenheiten sind einfach so, dass die Mieten anders sind als hier oder in Düsseldorf. Die Durchdringungen sehen wir ein paar Mal. Ich zeige das jetzt mehr als Illustration. Weil auch, und da muss ich, vielleicht sage ich jetzt einfach mal, zitiere ich dann Georg Giebler, als wir das dann besprochen haben, hat er uns das Kompliment gegeben für die Auswahl der Objekte, aber gleichzeitig gesagt, sag mal, sind diese Eingriffe nicht einfach viel zu groß? Also was sind auch, muss das so scharf sein? Oder kann man nicht eigentlich auch noch etwas näher dranbleiben? Womit ich sagen will, ja natürlich müssen wir solche Untersuchungen auch nochmal weiterführen und müssen tatsächlich auch nochmal genau werden, also präzise werden, in dem, was man eigentlich tun muss und gleichzeitig sozusagen die Sondierung der Ökonomie der Mittel zulassen und gleichzeitig natürlich auch davon profitieren, dass wir das an der Universität letztlich nicht zu tun brauchen. Ganz zum Schluss zu diesem Bereich, was natürlich immer eine Rolle spielt, ist auch einfach, welche Ästhetiken ergeben sich. Was passiert, wenn eben die ja doch relativ ja, monumentale Konstruktion eben Teil eines Wohnraums wird. Das kann ja wahnsinnig reizvoll sein. Ja, also ich weiß nicht, wer mal Bilder gesehen hat von dem Projekt am Kanal in Antwerpen, unter anderem eben auch mit berühmten Architekten und das wird ganz hochpreisig angesiedelt und das hat ja was damit zu tun, dass auf einmal so ein Stück Industriegeschichte mitten im Wohnzimmer steht. Ja, und solche Sachen kann man ja durchaus nutzen und vielleicht aber auch nicht nur im Hochpreisigen. Und der zweite Punkt, das finde ich dann eigentlich ein allgemeines Thema, sowieso für die Hochschulen. Okay, wir haben hier eine Architektur. Im Grunde, was Demo gemacht haben, gilt ja auch dazu. Man sucht sich ein Gebäude, man findet bestimmte, sag mal, Qualitäten, auch formale Qualitäten und man spürt die auf und man verfeinert die Ästhetik. Weil es ist ja nicht wahr, zu sagen, dass die Gebäude so schon wirklich total gut sind. Manche sind auch einfach zu grob. Die realisieren ihr eigenes ästhetisches Potenzial eigentlich nicht. Das heißt, da gehört auch dazu, dass das eigentlich über den Entwurf wieder wirklich gefunden wird. Und das ist ja auch etwas, was wir irgendwie lernen. Und ich würde sagen, an der Universität können wir vielleicht ein bisschen dabei helfen, dass man das gemeinsam lernt. Ja, das ist also auch so ein Akt der, das meine ich auch mit Kapazitätsbildung. Also mit anderen Worten, dass wir als Architektinnen uns auch, sag mal, die Augen öffnen, was eigentlich möglich ist. Ja, und ich denke ja, ich hoffe ja immer noch, aber ich bin auch irgendwie immer gute Hoffnung, dass wir das dann auch in die Gesellschaft tragen. Denn im Grunde ist es doch auch so, wir können doch nicht immer technisch argumentieren. Wir müssen ja auch irgendwo mal den Leuten sagen, was wir hier machen, macht die Stadt einfach schöner. Ja? Und wenn die Stadt schöner ist, dann fühlen wir uns besser und dann kommen nicht auf dumme Gedanken. Jetzt eben ganz kurz
Ja, hier muss ich natürlich sagen, das war jetzt wirklich ein Site-Visit. Der Entwicklungsleiter hat mich da mal mitgenommen, den ich ganz gut kenne. Und ich habe da ein paar Sachen gesehen und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ergänzt zu dem, was wir schon gerade vom Vorredner gehört haben. Nämlich, ja, auch so die Grenzen von solchen Entwicklungen. Also hier ist es was völlig anderes. Gewoba hat 40.000 Wohnungen, ist sozusagen im Land Bremen übernommen worden vom Land als Erbe der neuen Heimat. Dies ist ein Gebäude, was sie sozusagen angenommen haben, wo sie jetzt aber schon sagen, da werden sie in den nächsten Jahren ordentlich dran knabbern, weil also finanziell trägt sich das nicht. Warum nicht? Natürlich, erstmal, weil es komplex ist. Vielleicht einfach mal, hat ein Wettbewerb stattgefunden, ist also nochmal eben ganz kurz, um es genau zu sagen, Büro, der Entwurf ist von EM2N aus der Schweiz. Und das erklärt es eigentlich viel besser. Es ist keine riesengroße Struktur, aber es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Justizzentrum, deswegen habe ich es jetzt reingenommen. Solitäres Hochhaus, ich bin da selber noch gemustert worden. Wurde leider für gut befunden, aber da konnte man ja dann immer noch weigern. Und dann, was also passiert, da war ein großer Platz drum oder ein großer Freiraum drumherum, teilweise eben Parkgarage. Der Block wird sozusagen, ich habe das mal permeablen Block genannt, auf so einem Podest. Man könnte es auch ein bisschen vergleichen mit dem Economist Building von Smithsons. Ja, vielleicht einfach nur zwei, drei Aspekte, die mir die Augen geöffnet haben. Also, was ist hier passiert? Das Haus bleibt bestehen, wird aber zu jeweils 12, 13 Wohnungen pro Etage. Mietpreis 6,50 Euro pro Quadratmeter. Ja, weil es ist Gewoba, es ist geförderter Wohnungsbau, es soll für junge Leute sein. Es ist hier, also es ist natürlich alles wunderbar, ja, wir wissen, wir wohnen ja im sozialistischen Hallstatt, nicht? Das heißt also, da sollen eben alle Leute da wohnen können, finde ich auch super. Deswegen darf das ja auch mal was kosten, dann machen wir immer noch ein bisschen mehr Schulden. Jedenfalls, das heißt, 13 Wohnungen, ich glaube, auf dieser Etage, alle relativ klein. Baupolizeilich bedeutet, dass es sind sowieso zwei Fahrstühle und da muss noch ein dritter dazu. Drei Fahrstühle auf 12, 13 Wohnungen. Ja, genau. Dann guckt man sich an, was das bedeutet für den Korridor. Das ist ganz nett, ist wirklich ganz nett gelöst, aber ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht unbedingt effizient. Und weil es so viele Wohnungen sind, können Sie sich vorstellen, die müssen alle akustisch getrennt werden. Da wird also was reingebaut und reingezimmert, was das natürlich überhaupt nicht, also kann man gar nicht ausrechnen, was das kostet. Womit ich auch was sage, Knast, sind Leute, die sind so 20, 25, denen macht das doch gar nicht so viel aus, wenn der Nachbar mal ein bisschen Lawaii macht. Also vielleicht muss man auch einfach mal an so einer Stelle darüber nachdenken, ob das nicht wirklich anders geht. Also Brandschutz ist ein Ding, Lärmschutz ist vielleicht was anderes. Hat also ästhetisch natürlich auch wieder Folgen. Also diese schöne Decke, die wird natürlich völlig weg sein. Da wird man nichts von sehen. Das kriegt man einfach nicht hin. Da wird alles Mögliche zugebaut und nochmal extra getrennt, weil nicht nur wegen Brandschutz, sondern auch wegen Lärmschutz. Kann man jetzt schade finden, aber Gegenmodell, ich habe natürlich meinen Freund dann gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich, wenn das jetzt 4 Wohnungen pro Etage wären, dann hätte man ja eben zum Beispiel den Lärmschutz ganz anders behandeln können und dann wäre es möglicherweise dann doch möglich, so eine Decke zu behalten, aber gut, so wird es dann aussehen. Und das zieht sich natürlich auch an die Außenfassade. Ich glaube, das ist mein letztes Bild. Also mit anderen Worten, es ist schon wirklich sehr interessant, ich würde mal so sagen, wir müssen vielleicht jetzt auch solche Projekte einfach mal ein paar Mal haben. Die Gewoba macht da enorm viel Verlust. Man wird das wirklich mal kritisch durchrechnen müssen, was das bedeutet.
Und dann werden wir es auswerten müssen, weil zur Umbau gehört Kultur. Das merke ich auch, da gehört jetzt wirklich dazu, dass wir in relativ kurzer Zeit sehr viel dazu lernen müssen. Und dieser Abend gehört für mich dazu. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph Grafe. Unser letzter Vortrag von Pascal Müller. Pascal Müller, Architekt, Müller-Sigrist aus Zürich. Und er wird uns jetzt über das Projekt Umnutzung Felix Platter Spital berichten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie mögen noch. Sie sind nicht schon ein bisschen eingerostet. Ich bin ganz froh, dass ich mich jetzt ein bisschen bewegen darf. Sie dürfen auch gerne schnell kurz aufstehen, wenn Sie das möchten. Kein Problem. Vielen Dank für die Einladung und gerne stelle ich Ihnen hier unser Projekt vor. Wir haben unser Büro jetzt schon seit 23 Jahren in Zürich gegründet und konnten eigentlich das in Basel dann über einen eingeladenen Studienauftrag dann realisieren. Aber vielleicht vorneweg, es ist ein Spitalbau, erbaut 1962 bis 1967, also doch auch eine relativ lange Bauzeit, 5 Jahre, damals ein Direktauftrag, da hat das Hochbauamt noch angerufen und einen Architekten angerufen, sagt, willst du das machen? Ja, gerne, gut, hier hast du es. Heute ist es leider ein bisschen anders, heute wird alles ausgelobt und Konkurrenz. Eben Fritz Rickenbacher und Walter Baumann haben das realisiert. Es ist so ein Typ der Nachkriegsmoderne, ein vertikales Hochhaus, ein Bettenhochhaus. Das Erdgeschoss hat alle medizinischen, infrastrukturellen Einrichtungen, sind im Erdgeschoss. Darüber jetzt hier neungeschossig die Betten, die sind alle nach Süden orientiert. Auf der Nordseite sind dann die dienenden Räume dazu, sehr funktionell. Zu oberst gibt es dann, das ist jetzt die Nordseite, ist auf dem Attika-Geschoss sind dann die Technikbauten versteckt und zur Südseite ist dann das Sonnendeck, wo man sich zur Sonne hin im Licht, Luft, Sonne quasi sich erholen konnte. Gebaut wurde es zuerst eigentlich als Geburtsklinik, also ganz viele Basler, Baslerinnen sind hier zur Welt gekommen, das ist vielleicht auch ein Grund, dass kollektive Gedächtnis eben auch vorhanden ist da für diesen Bau. Und sie dann über die Jahre eine Nutzungstransformation erhalten hat und jetzt eigentlich ein Geriatriespital war. Vielleicht ganz kurz, vielleicht wenn man guckt, es hat schon so eine Art verspielte Moderne, es hat eine Varianz drin. Man erinnert sich vielleicht schon bis an Amerika, 1950er, das hat einen Grund, weil der Schweizer Architekt Hans von Escher war bei Neutra beschäftigt, kam für dieses Projekt quasi nach Basel zurück. In Basel hat bei Fritz Rickenbacher, Walter Baumann eigentlich einen Entwurf gemacht, ist dann, wo das dann fertiggestellt war, ist er dann auch wieder gegangen, hat sich, glaube ich, sogar selbstständig gemacht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist das Areal im Westfeld. Sie sehen, es ist ungefähr dieses Gefiert 50.000 Quadratmeter groß. 2012 hat dann der Verwaltungsrat der Spital AG, es war ja also der Grundeigentümer, ist immer noch die öffentliche Hand, hat dann entschieden, quasi, es wurde dann umgewandelt in eine Aktiengesellschaft, so halb privat. Diese Spital AG hat dann 2012 entschieden, einen Neubau zu machen, worauf dann klar wurde, irgendwie, was macht man dann, oder eben nicht klar wurde, was macht man dann eigentlich mit dem bestehenden Gebäude. Weil, es war natürlich unter Betrieb, man musste zuerst den Neubau erstellen, damit dann die umziehen können, das in Betrieb nehmen und dann eben die Frage, was mit diesem Bau entstehen könnte. Der Regierungsrat als letzte politische Instanz hat dann eigentlich entschieden, dass es ja viel einfacher ist, wenn man das einfach abreißen würde, obwohl es inventarisiert war, also quasi unter Schutz stand faktisch, zusammen mit den Schwesternhäusern, wie man sie nennt, das sind die links, die kleinen Hochhäuschen, wo quasi die Angestellten wohnen konnten. Darauf hat sich dann Widerstand gegeben auf diesen quasi Abrissentscheid, vor allem aus dem Quartier, weil es halt schon eine ikonische Landmarke war, die halt auch in diesem Wohnquartier Halt gegeben hat, aber auch vom Bund der Schweizer Architekten und Heimatschutz, die Verbände, die haben quasi gegen diesen Entscheid rekurriert und es gab dann einen Kompromissvorschlag. Es war damals schon klar, dass es im Baurecht abgegeben würde an eine
Genossenschaft, Wohngenossenschaft, die damals in Gründung stand, das Wohnen und Mehr, die sich 2015 gegründet hat. Und die haben dann zusammen mit dem Denkmalschutz und den entsprechenden Verbänden quasi einen Kompromissvorschlag erarbeitet, dass man wenigstens den Hauptbau erhalten kann. Und so ist es dann geschehen, dass man den unter Schutz gestellt hat, in Absprache mit der Denkmalpflege. Die Hochhäuser und die Barackenbauten durften dann abgerissen werden. Wohnen und Mehr hat dann als erstes mal einen städtebaulichen Neuordnung, Ideenwettbewerb oder einen städtebaulichen Wettbewerb veranstaltet, den Enzmann-Fischer-Architekten gewonnen haben aus Zürich. Die haben eigentlich so diesen schmalen, langgezogenen Wohnblock vorgeschlagen mit so Pavillonbauten im Mitten. Sie sehen auch den Neubau Spital auf der rechten Seite von Werner Draxler-Richter zusammen mit Holzer-Kobler-Architekturen, dass eben quasi der Neubau erstellt war. Nachdem eigentlich dieses Teilprojekt, also diese städtebauliche Ordnung geschehen war, gab es dann die zweite Auslobung quasi mit der Umnutzung für das Felix-Platter-Spital mit der Idee, eben dieses in Wohnungen umzunutzen. Das war dann so die Ausgangslage, Korridor im Bestand. Und wir standen dann vor der Herausforderung, wie können wir diese klinische, neutrale Atmosphäre in ein wohnliches Umfeld transformieren. Also das war so unsere Hauptsorge, wie können wir da eingreifen und trotzdem irgendwie das Erbe, dieses zu respektieren, den Bestand möglichst gut zu erhalten, aber doch irgendwie eine neue Atmosphäre reinzukriegen. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn man dann die Schminke wegnimmt, was da alles wegkommt, die ganzen technischen, das ist ein hoch installiertes Gebäude als Spital, natürlich wegkommt, dann die verschiedenen Schichten, die da über die Jahrzehnte aufgebaut wurden, wieder wegzunehmen. Und wir hatten zwar den Vorteil, dass wir alle Pläne hatten, weil in den 50er Jahren, 60er Jahren hat man noch die Pläne, man hat auch die Armierungspläne, man hat alle Unterlagen hat man zur Verfügung, nur ist, wenn man den Putz wegnimmt, dann nicht immer das vorhanden, was auf den Plänen gezeichnet war. Und wir natürlich, wo wir das angefangen haben, war das noch voll unter Betrieb. Also wir waren erst 2 Monate vor Eingabe der Baubewilligung, wurde das Gebäude eigentlich erst übergeben und es wurde frei. Also das war auch eine der großen Herausforderungen. Was haben wir dann eigentlich gemacht? Wir haben konzipiert, dass es eigentlich auch ein positives Image sein soll, hier zu wohnen, in einem Denkmal wohnen zu können. Das war für uns sehr wichtig, dass man das wie so transformieren muss, dass es wie eben cool sein muss, dass man hier wohnen möchte. Und eben auch wohnen mit Service, dass es eben Angebote geben müsste für den gemeinschaftlichen Austausch, Angebote aber auch fürs Quartier und für das Areal selber. Also dass man Angebote schaffen würde, vor allem natürlich im Erdgeschoss, die quasi Infrastrukturen sind für das Quartier, aber auch für die Bewohnenden. Und wir haben versucht, Hausgemeinschaften zu bilden, um eben aus dieser Anonymität rauszukommen, versucht zu gruppieren, auch eine hohe Nutzungsvielfalt, also unterschiedliche Wohnformen, unterschiedliche Wohnungen in dieses Haus einzubringen. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir diese Korridore aufgebrochen haben in der Mitte und zusätzliche Treppen eingeschrieben haben, weil wir wollten eben auch diese stehenseitigen Gemeinschaftsterrassen weiter als gemeinschaftlich nutzbare Terrassen nutzen. Und damit man die erreichen kann, muss man irgendwie von den Wohnungen da durchkommen. Und das ist dann eigentlich so dieser, ich sage dann immer, das ist so eine Art Alpaufzug. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man durch dieses Gebäude geht, ist, wenn man quasi im vertikalen Stiegenhaus, nach 3, 4 Wendungen hat man schon die Orientierung verloren, weil man nicht mehr weiß, in welchem Geschoss oder Zwischenpodest man sich eigentlich befindet, während man sich hier über dieses langsame Hochschreiten quasi viel befreiter und auch man hat das Gefühl, dass man viel weniger Energie verloren hat, wenn man oben angelangt, wenn man einfach so entlang hochschreitet, obwohl man einen viel längeren Weg beschreitet. Das ist dann quasi die Umnutzung, wo man jetzt diesen Korridor sieht. Das war dreimal das gleiche Foto, Spitalkorridor, Rückbaukorridor und dann hier fast an der gleichen Stelle quasi der Wohnkorridor.
Die Eingriffstiefe war möglichst minimal zu halten. Wir haben das Problem, dass es sich um einen Schottenbau handelt. Das heißt, die Schotten mussten wir integral behalten. Wir durften keine zusätzlichen Lasten einbringen, weil das war alles schon aufs Minimum reduziert. Der Bodenaufbau ist ein Trockenbausystem, um eben, wie erwähnt, Umnutzung von Spital zu Wohnen. Wir mussten alles zu Neubaurichtlinien erstellen, auch kein Bonus erhalten, also alles war gemäß als Schallschutz, alles musste neu, nach Neuwerten entsprechen. Man sieht jetzt hier auch, dass man eben versucht hat, an Orten, wo die Nasszellen sich befunden haben, befinden sich auch neu dann die Nasszellen und auch die Küchen möglichst. Durch das Aufbrechen konnten wir auch Wohnungen durchstecken. Es sind insgesamt 134 Wohnungen da drin und die reichen wirklich von 1,5-Zimmer-Wohnungen bis zu der 13,5-Zimmer-Wohngemeinschaft Cluster, die hier untergebracht ist, um auch eine hohe Nutzungsdurchmischung und somit auch eine soziale Durchmischung erreichen zu können. Sehen dann hier das Mehrbettzimmer, wie es im Bestand war, als Spital. Sie sehen, dass es auch so diese Seitenfenster hat, wo man mit den Betten, wenn man im Bett gelegen hat, raussehen konnte und in der Mitte so dieses Bay-Window mit einem schönen Schwingflügel, das wir unbedingt eben auch erhalten wollten und ja auch quasi die Fassade erhaltenswert quasi eingestuft wurde. Was wir dann eigentlich gemacht haben auf der Seite ist, damit wir das wirklich erhalten können, haben wir quasi eine innere thermische Schicht eingezogen, eine Pufferzone, das dann auch zugleich der Ersatz für den privaten Außenraum war. Das ist dann eigentlich so ein Jahreszeitenzimmer oder Wintergarten, der quasi als Ersatz für einen Balkon, weil wir nicht wollten, an das Haus in seiner Erscheinung grundlegend ändern. Dadurch haben wir dann auch relativ einfach den notwendigen Brandschutzüberschlag, den geschossweisen, erhalten können, weil das ja dann quasi so als Zwischenraum eben auch angeschaut werden konnte als Außenraum, weil er thermisch außen ist. Also das waren dann so, braucht es dann so Kniffe, um eben diese baurechtlichen Bestimmungen einhalten zu können. Sie sehen das dann hier jetzt im umgebauten Zustand und dann hier als möbliertes Zimmer, wo man auch sieht, wie man dann das auf vielfältige Art und Weise eigentlich diesen Wintergarten oder diese Wintergartenzone nutzen kann. Auf der Nordseite haben wir dann ein bisschen anders reagiert, aber auch hier war die Idee, dass man integral die Erscheinung eben erhalten kann. Da sind wir dann mit dem alten Konzept der Flankendämmung reingekommen, das kennen viele gar nicht mehr, also eigentlich quasi innen isolieren, innen dämmen und auch so mit innenseitigen auch Brandschutzdämmungen eben quasi diesen Brandüberschlag wieder rein erreichen können. Wichtig ist dann auch eben der Quartierplatz, der wurde dann an dieses Haus auch angedockt. Außen haben wir eigentlich die größten Veränderungen, ist eigentlich nur dieses Technikgeschoss, weil wir wollten das natürlich auch wieder zum Wohnen nutzen. Deshalb hat es dort auch eine ganz andere Formensprache. Damit dann auch die größten Diskussionen mit der Denkmalpflege, weil die sich das auch nicht vorstellen können. Die möchten ja, dass es immer gleich aussieht. Gleich aussieht heißt, es darf sich nichts verändern. Aber das ging ja nicht, wenn man dort Technik zu Wohnen umändern muss. Also wir mussten irgendwie irgendwelche Öffnungen reinschneiden. Ganz wichtig dann auch das Erdgeschoss mit den unterschiedlichen Nutzungen, eben wie erwähnt, die quasi das Quartier versorgen, aber auch das Areal. Und da ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass während der Baueingabe man quasi noch nicht alle Nutzer hat. Man muss relativ flexibel planen, das kann sich immer ändern. Das ist im Fluss, man ist nicht sicher, wer kommt. Deshalb ist auch hier dieser Plan ein bisschen symptomatisch. Es war dann klar, dass Kindergarten und ein Hort kommen würden. Eine Restaurantnutzung war auch klar. Ein Supermarkt kam dann relativ spät dazu und hinten der Fitnesscenter kam dann sogar erst nach der Baueingabe dazu. Da hat man quasi die Nutzung mal erfunden, in der Hoffnung, dass man dann wirklich jemanden findet. Der alte Saal wurde quasi weiterhin benutzt, umgenutzt für den Quartierverein als Veranstaltungssaal, den sehen Sie unten rechts. Uns war es auch ein Anliegen, quasi das Haus ein bisschen zu öffnen. Man hat auf der linken Seite ist quasi die Straße, dort hat es die Bushaltestelle und wir wollten, dass man quasi von der Bushaltestelle durchs Haus auch durchgehen kann, um zum Quartierplatz und zum Restaurant zu kommen. Das war dann eigentlich so der
größte Eingriff in die Bausubstanz, kann man sagen, indem wir eigentlich dieses eine, die Decke des Erdgeschosses an einer Stelle weggenommen haben und eine Zweigeschossigkeit erzeugt haben, um eben diese Querung zu ermöglichen. Das sehen Sie hier bei der Eingangshalle. Und eben dann auch, was uns ein Anliegen war, eben gerade das so, das war dann auch der große Kampf, sage ich mal, mit wir Architekten, auch mit unserem Bauherrn gegenüber, eben quasi, dass wir das immer auch sagen, man darf durchaus die Spuren sehen, man darf das Alte sehen, man darf aber auch das Neue sehen. Und die Idee ist einfach, dass es so ein neues Ganzes gibt, sich verbindet, die verschiedenen Materialien, auch die Spuren, die sind immer noch sichtbar. Aber man sieht, dass es was Neues gibt und trotzdem über die Materialien, über die Farbgebung eben eine Stimmung, eine wohnliche Atmosphäre erzeugen kann. Gut, ich glaube, ich bin durch und ich freue mich auf die politische Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Wir würden jetzt in die Podiumsdiskussion überleiten und freue mich, Andreas, über deine Moderation. Vielen Dank. Ja, das mache ich sehr gerne und ich würde die vier Referentinnen gerne aufs Podium bitten. Wir haben ja zwei Themen, finde ich, die wir in relativ kurzer Zeit abhandeln müssen. Wir sind ja selber ein bisschen spät geworden jetzt, was schade ist. Ich weiß, hier im Raum ist eine Menge Wissen und Interesse zum tatsächlichen Justizzentrum vorhanden und dafür sollten wir die verbleibende Viertelstunde nutzen. Ich will aber einmal noch mal kommentieren die vier Vorträge. Erstens, finde ich, machen die vier Vorträge Spaß und Lust und Zuversicht, dass es demnächst aus verschiedenen Blickwinkeln mehr Umbauen geben kann. Sowohl aus immobilienökonomischer Sicht als auch aus gesellschaftlicher, baukultureller Sicht, sicherlich aus Sicht der Forschung und Wissenschaft und eben auch aus Sicht unserer Profession Architektur und Städtebau. Und da hat man schon das Gefühl, wenn man hier so im Raum ist, gibt es da ein gewisses Einvernehmen. Dieses Einvernehmen spiegelt sich noch nicht so ganz mit der Realität, ist mein Eindruck. Also in vielen Wettbewerben und Planungsaufgaben ist das, was uns hier so sehr selbstverständlich vorkommt, eben in Wirklichkeit noch nicht vorhanden. Und ich glaube, wir müssen zusammen eine Menge Druck ausüben. Herr Kördermann, vielleicht in Richtung, Sie sind ja Landesinitiative, in Richtung Politik, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, wenn wir jetzt Richtung Justizzentrum denken, ist ja ein Landesgebäude. Man fragt sich immer so ein bisschen, warum geht eigentlich das Land, was hohe baukulturelle Ansprüche formuliert hat, auch auf der Internetseite dokumentiert, warum geht das Land dann nicht vorne weg? Also Sie sind ja Landeseinrichtung und haben einen Draht zur Landespolitik. Und ich frage mich so ein bisschen, also wenn wir jetzt feststellen, es kommt ein bisschen spät, wann kommt das? Also mein Eindruck wäre, die Ersten, die reagieren könnten auf auch die Schwierigkeiten, die wir gesehen haben, ist doch eigentlich das Land, was mit einer großen Ressource, mit wahnsinnig viel Kenntnis, der BLB ist ja wahnsinnig erfahren im Umbauen, muss man sagen, da könnten Sie doch Druck machen, oder nicht? Also ich bin jetzt nicht die fünfte Kolonne oder so, das vorneweg. Als zweitens, Werteveränderungen zeigen sich eigentlich nicht durch vorpreschende Politik. Das, also als Historiker finde ich, kann ich dazu nur sagen, meistens sind es die, die am längsten brauchen. So, deswegen, und das ist ein verändertes Werteverständnis. Aktuell wird Umbau aus meiner Perspektive als ein Mehraufwand, als eine Komplexität dargestellt, die kaum finanzierbar oder zeitlich beschreibbar sind, und als ein Risikogeschäft, so möchte ich es mal ausdrücken. Das macht es für Politik bis dato, oder das treibt Politik noch nicht in der Form mit an. Also die Druckverhältnisse auf Politik sind vielleicht noch zu gering, aus verschiedenen Gründen. Und es ist im Moment, so erlebe ich es, auch nicht so, dass gerade irgendwie alles, also dass es gerade ein Rieseninteresse dazu gibt, es zu verändern. Ich bemerke, dass tagespolitisch irgendwelche Zahlen erzeugt werden müssen. Das heißt, es muss gebaut werden. Ich will die Zahlen gar nicht wiederholen. Ich möchte sie eigentlich auch nicht, weil ich glaube sie sowieso alle nicht.
Aber Fakt ist, danach wird gehandelt und danach wird beschrieben. Und Politik beschreibt sich über Quantitäten und nicht über eine Auseinandersetzung, wie ein Wertewandel stattfinden soll. Baukulturelle Themen, das darf ich, glaube ich, sagen, werden immer spannender. Das merken wir. Wir haben immer mehr Erwartungen und Anfragen. Aber wenn es dann wirklich ums Heiße, also um das richtig Heiße geht, dann wird man etwas vorsichtiger, weil das bedeutet veränderte Prozesse, das bedeutet, wie gesagt, andere Wertschätzungen, das bedeutet eine andere Bewertung. Und das fällt niemandem einfach leicht. Dann ist man so überrascht, Herr Gottsche, wenn man so sieht, ah ja, Sie haben eine ganze Menge Expertise da und sagen selber, das ist die Expertise, die uns sehr wertvoll macht. Und der Bauhof ist voll mit Projekten, die Sie dann mit Know-how angehen können. Ne? Sind die anderen dann noch so ein bisschen unclever? Sie sind die Ausnahme, ne? Ist das richtig? Also bevor ich jetzt irgendwie anfange, in die Grundfeste unserer gesellschaftlichen Ordnung einzusteigen, gibt es einen großen Unterschied zwischen öffentlichen Bauherren und privaten Bauherren. Der private Bauherr bekommt seine Risikobereitschaft bezahlt. Er geht mit eigenem Geld rein und in der Hoffnung, mehr natürlich wieder rauszukriegen, als er reingesteckt hat. Ganz normale kaufmännische Herangehensweise. Das geschieht bei der öffentlichen Hand ja nun mal nicht. Das heißt, beim Angehen eines solchen Umbaus, und gerade eines der besten Beispiele steht nun mal zufällig in dieser Stadt, das wird sehr teuer und sehr lange und am Ende gibt es eigentlich nur Verlierer und niemand irgendwie kann am Ende sagen, habe ich gut gemacht, sondern am Ende des Tages will es nur keiner gewesen sein, denn das ist eigentlich so die Treibfeder in dem öffentlichen Dienst, oftmals keine Fehler zu machen, nicht was Tolles zu erreichen, das kriege ich sowieso nicht honoriert. Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie Bashing machen, sondern das Problem ist einfach, die öffentliche Hand bekommt Risikobereitschaft in keiner Weise bezahlt. Der private Bauherr schon. Und der private Bauherr ist dadurch dann auch gewillt, sich so viel Know-how auf die Tasche zu packen, dass er eine solche Herausforderung auch annehmen kann. So, wenn sich jetzt also die öffentliche Hand zur Aufgabe macht, ein Operngebäude aus den 50er Jahren zu revitalisieren und setzt dann Menschen da ein, die aber überhaupt ihren Einsatz in dieser hochkomplexen Aufgabe überhaupt gar nicht, naja, nicht zurückgezahlt kriegen. Ich will es ja gar nicht in Euro ausdrücken, aber man kann es ja in der Wertschätzung vielleicht auch mal versuchen. Dann ist natürlich die Motivation überschaubar. So, und am Ende des Tages ist das passiert, was passiert ist. Und nicht umsonst sind natürlich die größten und die schlechtesten Beispiele, gerade eben für eine Umnutzung, wie das irgendwie in einem wirtschaftlichen, vertretbaren Rahmen abzulaufen hat, nur mal eben zufällig Projekte der öffentlichen Hand. Aber die Neubauten sind meistens nicht viel besser. Also wenn man sich jetzt die Kölner Oper und die Hamburger Elbphilharmonie anguckt, die werden nachher übrigens fast gleich teuer, mit einem kleinen Unterschied, wenn man genau hinschaut. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, das eine euer nicht viel besser als das andere. Aber es ist einfach so ein Grundprinzip der öffentlichen Hand. Und deshalb sind wir als Private vielleicht auch ein bisschen dann eben die Wegbereiter. Vielleicht kommt uns diese Rolle irgendwie zu, aber wir schauen natürlich auch genau hin. Forschung und Wissenschaft, also das kriege ich an der Hochschule mit. Bei uns gibt es keine Thesisarbeit mehr, die sich nicht mit Umbau beschäftigt. Die Studierenden haben ein großes Interesse dran. Also ich würde sagen, da wächst eine Generation an, die hoffentlich das Thema Umbau pusht. Die hat aber im Moment einfach noch keine Relevanz. Oder, Herr Grafe, sehen Sie das anders? Jetzt muss ich mal, tut das was? Ja. Okay. Ja, ich glaube, die hat schon ganz viel Relevanz. Und ich meine, das ist ja, da passiert ja jetzt so, dass, also die ganze Entwicklung geht ja so schnell. Mhm. Also was ich interessant finde, ist, dass sagen wir, der Wissensstand über das ganze Thema, ich glaube, das ist eines der dynamischsten Wissensfelder, was wir überhaupt haben. Ich würde übrigens noch mal eben ganz kurz auch auf den Vorredner eingehen wollen. Ich meine, ich habe jetzt ein Projekt gezeigt, was eben nicht ökonomisch sich trägt. Nicht? Das war ja ganz klar. Auf der anderen Seite, in dem Fall müssen wir auch einfach sagen, und das gilt ja für viele Projekte, da ist etwas, was überhaupt nicht ausgerechnet wird. Als an der Stelle, was weiß ich, 500 junge Leute Wohnraum haben, die natürlich diesen Teil der Stadt total mitprägen werden. Da würde ich mal sagen, das ist vielleicht eine Investition, die irgendwo jetzt, was weiß ich, das nicht ganz marktkonforme auf einem anderen Niveau auch immer wieder rechtfertigt. Und das werden wir vielleicht erst in 10, 15 Jahren feststellen, dass das der Fall ist. Nicht? Ich will einfach nur sagen, auch das gehört vielleicht zu dem, was wir aus Forschung und Wissenschaft machen müssen oder können. Denn im Grunde haben wir ja wir haben eine Menge Nachteile, aber wir haben auch einen großen Vorteil, nämlich, dass wir im Prinzip Dinge tun können,
die jetzt keiner im Raum so machen kann. Also und die Sachen uns angucken. Häufig bleibt es dann natürlich bei oder in der Regel, aber das ist ja dann auch eine wichtige, sag mal, soziale Funktion. Mhm. Ja, ich würde aber erst mal sagen, was wirklich jetzt spannend ist, ist, dass sich wirklich in sehr kurzer Zeit sehr viel Wissen entwickelt. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was zum Beispiel die Ausgaben, die die Architektin oder die Architekt eigentlich produziert, was ja im Grunde auch schon in die Richtung geht. Und man sieht ja einfach, dass sich die ganze Diskussion nicht nur verschiebt, sondern wirklich auffächert. Und wir brauchen das eigentlich auch. Wir brauchen eine Diskussion über Bauordnung. Wir brauchen eine Diskussion über... also alles, was... Ich habe ja wirklich mit roten Ohren zugehört, was nicht gut geht. Also natürlich brauchen wir die Diskussion. Wir brauchen selbstverständlich auch eine Diskussion über Typologien. Ja? Und die Diskussion, also unsere Studenten haben da irgendwie große, wie heißt das, haben sehr viel aus den Bau entnommen, weil sie gesagt haben, die Wohnungen sind sonst zu tief. Mhm. Jemand anderes hätte sagen können, ist doch ganz egal, dann lässt du doch einfach den mittleren Teil der Wohnung einfach da und berechnest die nicht. Mhm. Ja? Also auch die Diskussion. Und dann brauchen wir natürlich einfach auch ästhetische Diskussionen. Und Herr Müller, Sie machen uns irgendwie so viel Hoffnung mit Ihrem tollen Projekt. Wir denken immer so ein bisschen, na, die Schweiz hat auch andere Rahmenbedingungen und vielleicht fördern Sie auch Umbauprojekte besser oder fördern Baugenossenschaften besser. Aber man merkt irgendwie einen relativ ähnlichen Fall zu unserer Situation hier in Köln. Haben Sie mit Bravour gemeistert und es steht jetzt ein Haus, was sich lohnt zu besichtigen bei der nächsten Fahrt in die Schweiz. Ja, also ich würde da vielleicht anmerken kurz, ich habe bewusst meinen Vortrag versucht kurz zu halten, damit es nicht zu lange geht, aber ich habe dann bemerkt, es ist vielleicht doch ein bisschen zu schnell gegangen. Also was ich vielleicht noch sagen müsste, ist eigentlich, es geht eben nicht um dieses Ausspielen öffentliche Hand und Privatwirtschaft, sage ich jetzt mal. Beim Westfeld waren das zwei Personen, das waren nicht mal Architekten, einer ist ein Pfarrer, die haben gesagt, eigentlich müssen wir da was machen. Mit diesem Areal, eigentlich müssen wir da was machen. Das war 2012 so, wo das da schon war. Den Privatinvestoren war es zu heiß, das Risiko, weil es war nicht klar, wird das abgerissen, wird das nicht abgerissen, was geschieht mit dem, was sind die Besitzverhältnisse, wie und was. Der Politik war es auch ein bisschen zu heiß, das soll man schnell abreißen, damit es möglichst schnell weg ist. Und den Genossenschaften, die eigentlich so Vereine sind, denen war es zu groß ein bisschen für den Basel damals zu der Zeit. Die waren beschäftigt mit ihren Gebäudepark, den sie alle erneuern mussten, wegen den energetischen Vorschriften und so. Und das war ihnen zu groß. Und die zwei Personen, sind zwei private Personen, die haben dann gesagt, oh, da müssen wir was machen, haben dann angefangen zu lobbyieren, die Genossenschaften anzuschreiben, hey, würdet ihr uns unterstützen, wenn wir da was machen würden, aber auch die Privatwirtschaft, würdet ihr uns unterstützen, dass wir da ein nicht spekulatives Projekt auf die Beine stellen, das mit dem Prinzip der Kostenmiete, einfach das auf die Beine stellen würden. Und sie haben es geschafft, oder? Mit viel zähem Engagement und Bereitschaft, Zeit zu opfern. Es waren eigentlich schlussendlich zwei private Bürger. Es ist möglich, man muss nur wollen. Ja. Das ist ein schöner Hinweis hier für Köln. Wenn wir uns jetzt dem Justizzentrum nähern, hätte ich als erstes gefragt, haben Sie Fragen an die Referenten, vielleicht noch zu dem Vortrag oder vielleicht schon direkt auf die Übertragbarkeit in Richtung Justizzentrum? Es sind eine Menge Leute hier im Raum, von denen ich weiß, die haben sich mit dem konkreten Projekt beschäftigt, haben am Wettbewerb teilgenommen, haben auch vorgeschlagen, das Gebäude zu erhalten, waren im Wettbewerb nicht erfolgreich, aber spiegeln Sie uns gerne Ihr Wissen. Ich freue mich auf Ihre Fragen oder Anregungen. Haben wir ein Mikrofon, was rumgeht oder... So kurz. Oder Sie müssten so laut, stellen Sie sich gerne hin und reden so laut, dass das so geht. Bitte sehr. Also ich glaube, dass das gut möglich ist. Ich bin Friedhelm Hilgers und der Fraktionsvorsitzende der SPD in Bezirk Lindenthal. Und ich erzähle Ihnen das nur deshalb, weil ich direkt von einer Sitzung dieses Gremiums hier hingekommen bin und wir den Versuch gemacht haben, heute Nachmittag einen Antrag zu stellen, der sagt, lasst uns das doch noch mal prüfen. Die Art und Weise, es im Bestand noch zu verändern und nicht abzureißen. Dieser Antrag ist leider abgelehnt worden. Außer uns war nur der Vertreter der Linkspartei noch dafür, alle anderen
dagegen, aber aus der Diskussion, die wir heute Nachmittag geführt haben, waren schon auch Anmerkungen selbst derjenigen, die dagegen waren, entgegenzunehmen, die sagen, es ist ja eigentlich ganz richtig in der Substanz, was da argumentiert wird, aber die Zeit ist einfach verstrichen, es ist zu spät. Und unser Argument ist, dass wir jetzt noch so viele Jahre, selbst bei Fortsetzung dieser Planung in der Umgestaltung, haben werden, dass wir noch Jahre darüber debattieren können und am Ende auch zu anderen Schlüssen kommen, dass sich das auch in der Gesellschaft weiterentwickelt, nicht nur in der Stadt, auch darüber hinaus. Und daraus ziehe ich jetzt so ein bisschen die Ermutigung auch der Debatte hier und dann mit der Wunsch auch an so eine Institution wie dem BDA und andere, sich mit weiterhin einzumischen, auch über die Veranstaltung heute Abend hinaus, weil ich sehe schon die Chance, auch bei der Debatte, die ja jetzt überall losgeht, um Kommunalwahlprogramme für das nächste Jahr, dass dieses Thema nochmal ein Stück Relevanz gewinnt und wir vielleicht in eine neue Debattenphase einsteigen können. Wir werden uns jedenfalls mit unseren Möglichkeiten dafür einsetzen. Dankeschön. Ich glaube, die... Die Perspektive sehen wir auch, wenn man sich überlegt, wann ist der erste Bauabschnitt realisiert und wann geht es dann tatsächlich mit dem Abriss los. Da ist ein Jahrzehnt schnell verstrichen. Bitte sehr. Ja, Helmut Ruscheisen vom BUND, Kreisgruppe Köln. Ich freue mich, dass der BDA heute die Veranstaltung macht. Zielführender wäre es natürlich gewesen, das nach dem ersten städtebaulichen Wettbewerb 2022 zu machen. Seitdem kämpfen wir, insbesondere ich, gegen den Abriss des Justizzentrums, damals ziemlich alleine. Jetzt ist es ein bisschen spät. Herr Hilgers hat ja gerade berichtet von der Bezirksvertretung Lindenthal. Warum ist das Ganze so wichtig? Ich glaube, ohne Bauwende, ökologische, soziale Bauwende, wird man den Klimawandel nicht aufhalten. Das ist klar. Nur, es gibt ganz wenig Verbünde. Deswegen nenne ich einfach nochmal die Zahlen. 70% des Flächenverbrauchs, 60% des Abfallaufkommens, 50% Ressourcenverbrauch, 40% Energie und immerhin ein Drittel CO2-Aufkommen geht auf den Bausektor zurück. Das muss man sich mal klar machen. Deswegen ist der Bestand so wichtig und ich hoffe, dass der BDA auch uns unterstützt bei anderen Themen, die da wichtig sind. Nicht nur beim Bestand, es geht auch die Fläche, der Bodenschutz ist zentral wichtig. Ich kämpfe um jeden Quadratmeter, der in Köln nicht bebaut wird. Wir haben 80 Hektar Kreuzfeld, neuer Stadtteil. Wo ist der BDA? Ich kämpfe gegen Rohndorf Nordwest, 68 Hektar. Wichtigste landwirtschaftliche Fläche, Kaltluftentstehungsfläche. Kreuzfeld grenzt an das FFH-Gebiet, das höchste Schutzgut Europas, daneben Worringer Bruch. Warum? Wo ist der BDA? Ich sehe den BDA da nicht. Und vielleicht noch kurz zum Justizzentrum. Es war am Anfang die Ausschreibung ja so gestaltet, dass praktisch nur Neubauvorhaben in Frage kommen. Der Einzige, der Christian Schaller mit seinen Leuten, war ja der Einzige, der trotzdem einen Bestandserhalt vorgeschlagen hat, ist ja abgebügelt worden. Durch unsere Bemühungen, wir haben da einen Widerspruch, wir wollten nach dem Umweltinformationsgesetz die Gegenüberstellung der Unterlagen, die ja da liegen, Bestand, Sanierung kontra Abriss, der ja offensichtlich zugunsten des Abriss ausgegangen ist, die Unterlagen wollten wir haben. Transparenz. Nach dem Umweltinformationsgesetz können wir das einfordern, das kann ja jeder einfordern, aber Umweltverband erst recht. Wir haben es bis heute noch nicht, die Klage läuft beim Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ich bin optimistisch, dass ich die gewinne. Nur das wird noch dauern. Und wenn wir die Information dann haben, denke ich, dass ein kleines Erdbeben einsetzen wird, dann wird klar sein, warum das bisher verschwiegen wurde. Und interessant noch, da höre ich jetzt auf, der BLB hat beim Widerspruchsverfahren, eigentlich manchmal muss man Dummheit, über die Dummheit der Leute, es ist ja manchmal schön, dass man manchmal so ehrlich dumme Sachen kommt, hat wirklich argumentiert, wenn der böse Ruscheisen die Unterlagen kriegt, dann möchte er die öffentliche Diskussion aus Klimaschutzgründen angreifen und das würde zu einer Bauverzögerung führen. So plump hat der BLB im Gerichtsverfahren argumentiert. Also schlimmer geht es nicht. Steffen, darf ich dich einmal ansprechen? Ihr habt ja im Wettbewerb den Erhalt des Hochhauses vorgeschlagen.
mit welcher Nutzung? Da ging es ja nicht um Wohnen im Wettbewerb, sondern ging es tatsächlich um die Umnutzbarkeit des Hochhauses. Euch erschien das plausibel, das machen zu können, richtig? Ja, vor allem deshalb, weil Raumprogramm waren so und so viele Büros in dieser Größe und diese Möglichkeit bot ja auch das bestehende Hochhaus dieser Büros unterzubringen. Ja. Deswegen stand für uns überhaupt keine Veranlassung, jetzt das Hochhaus abzureiben, weil das Hochhaus ist ein Stahlbeton-Skelettbau, also wunderbar auch alles umzubauen und die Bürogrößen, die gefordert worden sind, genau die Bürogrößen, die jetzt da sind. Ja. Also deswegen verstehe ich jetzt nicht, dass das jetzt alles neu gemacht wird. Es gibt jetzt noch natürlich andere Gründe, was jetzt die graue Energie betrifft, aber das wurde alles heute ja schon erwähnt. Ja. Noch mal eine ergänzende Frage. Es steht ja irgendwie als Möglichkeit im Raum, das Justizzentrum ist irgendwann gebaut, das Hochhaus steht noch, könnte perspektivisch dann in 10, 15, 20 Jahren zum Wohnen umgenutzt werden. Nach deiner oder eurer Einschätzung, wäre das fürs Wohnen geeignet, im ähnlichen Sinne wie das Projekt von Herrn Müller? Ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also Wohnen ist natürlich möglich. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Aufwand ein Bürogebäude dieser Art in Wohnen unnutzbar ist. Also ein tolles Beispiel, was Sie gezeigt haben, ist ja jetzt dieses Arbeitgebergebäude. Das hat ja geklappt, ja. Was mich da wahnsinnig gewundert hat, dass Sie gesagt haben, es musste erstmal ein B-Plan nochmal gemacht werden, damit dasselbe Haus überhaupt stehen bleiben kann. Also da denke ich, da muss man wirklich was machen in der Bauordnung. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, eine Umbaubauordnung zu entwerfen. Ja, das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, in der Zukunft auch ansteht, dass man eben, wenn man Gebäude umbaut, eben nicht stur nach Bauordnung alles neu machen muss, bis hin zum B-Plan, ist ja vollkommener Unsinn, sondern dass man auch das Gebäude, so wie es ist, eingeht und Möglichkeiten hat, eben aus dem Wesen des Gebäudes heraus die Architektur zu entwickeln. Bezüglich des Planungsrechts müsste man mit zwei Sachen aufpassen. Also es wird ja fürs Justizzentrum ein B-Plan aufgestellt. Und wenn man Pech hat, ist der Abriss des Hochhauses in dem B-Plan verankert. Und da hätte ich gesagt, Sie kriegen ja mit und müssen die B-Pläne mit beschließen. Man müsste eben jetzt, wenn der B-Plan aufgestellt ist, darauf achten, dass man den Erhalt des Hochhauses lässt. Ich finde, es gibt noch was Zweites. Andrea hatte ja die Geschichte des Grundstücks schon darauf hingewiesen. Tatsächlich ist dieser Bereich in dem bestehenden B-Plan als Kerngebiet ausgewiesen, mit einer hohen Nutzungsmöglichkeit. Und diese hohe Nutzungsmöglichkeit, die geht uns im Moment verloren. Je mehr Hochhäuser da verschwinden, umso unattraktiver ist nachher der verbliebene Zahn. Ich habe selber im Unicenter gewohnt. Das Unicenter ist sehr viel besser, wenn das Nachbarn und Gegenüber hat, als wenn es da so alleine steht. Also da muss man tatsächlich in den jetzigen B-Plan-Aufstellungsbeschlüssen aufpassen, dass man da nicht vieles verbaut. Herr Körnermann. Dürfen wir auch Fragen haben? Ja, unbedingt. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Oh, Entschuldigung. Also eine Frage hat mich interessiert, als ich mich näher mit dem Objekt beschäftigt habe. Wir denken ja immer sehr gerne aus dem Objekt heraus über das Objekt. Ich habe mich gefragt, inwieweit eigentlich die Verkehrsinfrastruktur geändert werden muss in der Neuplanung dessen, was da ankommt. Und ist das eigentlich in irgendeiner Form mit vorgeplant, ebenfalls mit, ich sag mal, begründet als Kostenstelle im Umgang mit dem gesamten Stadtraum? Weil das ab und zu wird das gerne getrennt, sage ich mal. Ja, dann ist dieses Objekt, denk irgendwie, das steht jetzt, das wird auch berechnet, kalkuliert. Was an sonstigen begleitenden Maßnahmen sonst noch mitläuft, wird ja ungern mit reingerechnet oder in einer anderen Form gesetzt. Also wäre für mich die Frage, wie ist das in Köln bis dato in diesem ersten und zweiten Phase des Projekts denn geregelt? Weiß es einer hier im Raum? Sonst müssten wir das als Frage als BDA einfach mitnehmen. Versuchen mal mit Politik und Verwaltung zu klären. Es gab vielleicht eine letzte Frage da hinten noch. Jedenfalls hatten Sie eben aufgezeigt. Hat sich das erledigt? Gibt es noch eine drängende Frage? Ja, das wäre die letzte Frage tatsächlich schon. Bitte sehr. Ganz hinten. Wenn Sie laut reden, geht es hier im Raum vielleicht auch.
Hi, ich bin Dilan Wuray und ich finde eigentlich erschreckend, dass in dieser ganzen Debatte diese Beispiele, die vor allem Sie, also ich weiß Ihren Namen nicht mehr, aber Sie mit der Brille aufgezeigt haben, dass diese ganzen Paradebeispiele, die ja sehr eigentlich vorbildhaft sind, dass man diesen Erhalt da so aufzeigen kann, diese Effizienz, die ist ja sehr löblich. Aber es ist für mich erschreckend, dass sich so eine Kluft zwischen Ästhetik und Effizienz auftut. Und ich frage mich manchmal, zu welchem Preis wir auch erhalten und was das mit unserer Baukultur macht. Weil um Architektur ging es in den Beispielen, die Sie gebracht haben, absolut nicht. Ich fand es eher niederschmetternd, dass das als Paradebeispiele heute angebracht wurde. Ich finde, Sie haben in Ihren Beispielen alle Juwele, alle architektonischen Juwele, die Sie aufgezeigt haben, leider verschlimmbessert auf eine Art. Also jetzt nicht Sie persönlich, aber ich frage mich, was da an Baukultur übrig geblieben ist, was da an diesen ganzen Details, die Sie im grauen Anzug vorhin angepriesen haben, als Sie sagten, Qualitäten aufspüren und verstärken. Wir haben jetzt die Demo Working Group, alle so gelobt, weil genau die eben dieses Gespür für diese Details hatten und so ein vielversprechendes Narrativ schreiben mit ihrem Entwurf. Und das tut mir so weh, zum einen, dass das einmal ist der Altersdurchschnitt hier wahrscheinlich vielleicht auch so, dass sie alle denken, ah ja, da ist dann halt irgendwas passiert, immerhin, ist doch super. Aber ich frage mich manchmal echt, ob ein Abriss vielleicht nicht sogar besser wäre als so eine Form von ja, Umgestaltung, weil ich habe das Gefühl, dass das unserer Baukultur und dem Sinn für Ästhetik und unserem Land und dieser, ja, dass das eher schadet und diese sehr typische deutsche Tristesse auch hervorruft, die wir in unseren Städten kennen. Und ich gehöre zu der Generation, die natürlich aufspringt auf den Zug Erhalt erstmal. Mhm. Aber die Beispiele, die haben mir wehgetan. Ja, da hätte ich gesagt. Anhören. Aber dann lassen wir uns einigen, der Abriss ist dann nicht die Option, sondern dann ist eben der noch sorgfältiger Umgang mit den Beständen, eben auch mit den Beständen, die der ein oder andere eben als nicht attraktiv empfindet. Also es gibt ja neben dem Justizzentrum in Köln ein relativ schnell kommendes weiteres Beispiel. Das ist das Kreuzgebäude an der TH Köln, was wirklich ein prototypisches Gebäude ist, was unter Denkmalschutz gestellt wurde. Gleichzeitig wurde der Abrissantrag genehmigt. Also wenn Sie sagen, Sie machen sich da Sorge um die Baukultur, dann gibt es in Köln direkt die nächsten Projekte, wo wir gemeinsam vielleicht mit dem BDA die Sorge vor uns rantreiben. Ich muss leider an dieser Stelle abbrechen, weil wir haben den Raum nur bis 21:30 gebucht. Wir haben das ein bisschen überzogen. Herr Gördermann, bitte. Ich hätte noch 4 Sekunden gerne. Unbedingt. Ich find die Frage super. Und wenn ich Ihnen das sagen darf, für mich ist eins der Spannungsmomente, was mich anleitet, zum Teil Sisyphusarbeit zu begehen, der Punkt, dass eben diese ästhetische Frage überhaupt nicht verhandelt ist. Und das finde ich höchst spannend. Und ich glaube, es verträgt eben auch da sowas wie Experimente, ob es geht oder ob es nicht geht. Ihre Aufgabe, ich übertreibe jetzt in der Generationsübertragung, ist es ja im Prinzip auch so etwas wie eine neue Ästhetik zu entwickeln. Das begründet für mich aber nicht den Abriss, sondern das begründet für mich immer noch die Frage, wie man mit dem umgeht, was man mit hat. Und auch daraus kann man hervorragende Ästhetik mit erzeugen, glaube ich. Herr Müller, Sie haben das Schlusswort. Bitte sehr. Oh, Schlusswort. Nee, es ist halt auch die Umkehrfrage oder Antwort wäre ja dann, wieso gibt es dann auch so viele hässliche Neubauten, oder? Also. Wir haben alles. Es ist noch viel zu tun, Herr Kördermann. Ich danke schon mal als Moderator ganz herzlich. Ich würde übergeben an Andrea Wallrath, die nächste Veranstaltung im Rahmen dieser BDA-Montagsgespräche ankündigt. Herzlichen Dank an Sie für die Diskussion und an Sie für die Teilnahme. Genau, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir gehen in die Sommerpause und unser nächstes Montagsgespräch ist am 16. September.
urbane Praxis, künstlerische Methoden in der Stadtentwicklung. Vielen Dank und nochmal der Hinweis, 2 Fortbildungspunkte für die AKNW. Tschüss.